Endlich das Intro mal live, Alter. Was für ein Auftakt, was für ein Auftakt. So, heute Podcast Nummer, keine Ahnung, müsst ihr nachgucken. 11, 12, 13. Irgendwie so. Heute geht es darum, eine Geschichte, die wir im Prinzip schon seit 3 Jahren vor uns herschieben. Und zwar geht es um unsere alte Band. So, das ist ja nun so ein Ding, wo wir es lange nicht rangetraut haben. Und heute haben wir tatsächlich unseren alten Schlagzeuger Stali. Moin Stali. Moin. Und unseren alten Gitarristen Lars. Oi. Organisiert. Die beiden Urgesteine von Smegma. Die beiden, die sich das ausgeheckt hatten. Und heute ist das Thema Smegma, the early years. Als erstes, wir hatten uns ja überlegt, wir fangen wirklich ganz vorne an. Wer von euch beiden Gästen will denn mal anfangen zu erzählen, wie die Band zusammengefunden, oder nee, noch besser, wir fangen erstmal damit an, wo kommen wir alle her? So, was ist das für eine Ursuppe aus der die 5 Smegma Jungs da auferstanden sind? Also wir kommen alle aus Kreis Segeberg, 30 Kilometer nördlich von Hamburg, nördlich von Norderstedt, so, ne, die Ecke, wenn euch Hörern das was sagt. Denk an Schleswig-Holstein. Also das Lied meine ich. Stimmt, da geht's. Da kommen unsere Orte auch vor, ne, in dem Text. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, ja. Ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn, Stali, dass ich übernehme mal kurz, dass wir beiden uns Smegma ausgedacht haben für über 30 Jahre. Ne, dass wir dafür nochmal die Lorbeeren einheimsen. Das wusste ich eigentlich gar nicht mehr so richtig, dass das wirklich so war. Ob es nun so war, ist natürlich irgendwie die andere Frage. Aber auf eine Art und Weise, genau. Ich komme aus Lentförn, ich bin so ein bisschen Schnittstelle zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen. Aber ich bin da gar nicht der Erste, der was zu erzählen hat, weil ich glaube, Stali kann da als Anfang und auch Eike zusammen, die einfach noch eine Band vor Smegma hatten, die wahnsinnig viel Ruhm abbekommen hat, auf jeden Fall immer noch. Wer sie kennt, hat es nicht erlebt. Ja, also Stali, ich meine, war das jetzt wirklich ein direkter Vorläufer von Smegma? Nein. Würde ich gar nicht sagen. Ne? Das war deine und meine erste Begegnung mit Punk selber machen. Ja, ja, so, ne? Genau. Das war eine Schülerband. Wir haben auch wirklich im Musikraum von unserer Schule geprobt. Joghurt Kirsch for President. Mhm. Ich glaube, 3-mal haben wir auch geprobt und 1,5 Lieder hatten wir dann auch einigermaßen fertig. Eins davon hieß Scheiß Skinhead. Ja, unser Hit damals, ja. Naja, wie alt waren wir da? 16 oder so, ne? Ja, irgendwie so um den Dreh. Wo habt ihr geprobt? Im Musikraum. Im Musikraum. Gymnasium Kaltenkirchen, das ist die Brutstelle. Alles Schlimmste. Alles mit allen Übels, wirklich, Wahnsinn. Da habe ich auch das erste Mal, Henno das erste Mal so richtig im Kopf. Ne? Ich bin ja auch aufs Gymnasium Kaltenkirchen gegangen. Aber nur von 5., 6., ich glaube 7. Klasse bin ich dann abgegangen. Aber da sind meine Erinnerungen an Henno so da. Henno sah wie heute natürlich wahnsinnig gut aus immer noch, auch die Jahre danach. Aber Henno hatte damals sehr, sehr lange Haare, ein rot-schwarzes Holzfällerhemd an und war schon sehr frühzeitig gut am Start. Du bist auch Skateboard gefahren früher, Henno, oder? Ja. Bisschen? Also ich bin zu der Zeit auf jeden Fall viel Skateboard gefahren, auf dem Dorf groß geworden und irgendwie, ne, von meinem Fußballtrainer sozialisiert worden auch, ne, da die ersten Punkscheiben bekommen. Und im Dorf gab es so ein paar Leute, ne? Also ihr wisst, wer ihr seid, wenn ihr zuhört. Wir werden euch das natürlich alles schicken. Aber da ist so ein bisschen auch natürlich Einfluss da gewesen, so die ersten Punkscheiben von dem Fußballtrainer bekommen, so abstürzende Brieftauben von seinen Freunden, dann auch Exploited, dies, das. Und unter anderem bei Herrn Neumann, mit dem kleinen Bruder Steffen bin ich viel abgehangen. Da habe ich das erste Mal überhaupt so richtig wahrgenommen. Da habe ich in der Plattensammlung ein paar Platten rausgeguckt. Da waren halt so Exploited auf jeden Fall drin. Unter anderem da auch der Sampler Strength Through Oi. Und da war ich so, geil, was ist das denn, Alter? Da war so, Alter, wie geil das aussieht und so, bla bla bla. Da habe ich das erste Mal überhaupt Kontakt zu Oi und überhaupt zu Skinheads bekommen. Und ja, so ist das halt immer irgendwie weitergegangen. Da hat man sich irgendwann, glaube ich, so über, ne, ich lebe auf dem Dorf in Lentförn gewohnt und bin zur Schule gegangen, Kaltenkirchen, und ich glaube, Stali, wir haben uns dann wirklich über die Schule kennengelernt, so, ne?
Also ja, genau, du, ja, auf jeden Fall. Wir waren zuerst auf einer Schule, dann bist du gewechselt. Und in der 8. bin ich dann abgegangen. Genau, ja. Und dann habt ihr euch da kennengelernt, Lars und du. Und du hast ja vorhin schon gesagt, so richtig kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass du und Lars, dass ihr euch das Ding ausgedacht habt irgendwie. Man muss ja sagen, ich... Weil ihr wart ja die einzige Connection, die sich da kannte im Prinzip. Ne? Da fällt mir noch ein Gespräch zwischen Lars und mir ein. Da war jetzt, glaube ich mal, also so erinnere ich das zumindest, dass er gesagt hat, ja, hier, ich kenne diesen Typen, der spielt Bass und so. Und das fällt mir jetzt gerade ein, dass das vielleicht sogar sein kann, dass er das sich mit Kattel mal ausgeheckt hat. Das kann auch sein. Ein Gruß an Kader auf jeden Fall an dieser Stelle. Und natürlich auch an Michi, den zweiten Sänger. Ey, genau werden wir es nur ergründen können, wenn wir die Zeitmaschine uns besorgen und zurückreisen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zum Konfirmandenunterricht gehen sollte in Lanfern. Und ich gesagt habe, gehe ich nicht hin, finde ich scheiße. Meine Mama hat gesagt, du gehst da einmal hin und du guckst dir das an. Und dann bin ich da wirklich einmal hingegangen, fand es immer noch scheiße. Und dann hat mein Papa mir nämlich ein Jahr Gitarrenunterricht bezahlt und mir eine E-Gitarre gekauft. Und ich habe dann in Kaltenkirchen bei so einem Gitarrenlehrer im Neubaugebiet wirklich Gitarre gelernt. Ein Jahr, und ich glaube, so war das irgendwie, dass ich auch da mit Stadi oder mit Eike, Stadi oder mit Kader so, ey, ich spiele halt Gitarre. Und dann war irgendjemand hat irgendwie gefragt, ey, lass doch, willst du mal mitspielen oder sowas. So war das, glaube ich, in meiner Erinnerung. Ja. Also deine Rolle stand von Anfang an fest, Stalis Rolle stand von Anfang an fest. Wir haben uns dann zu viert das erste Mal irgendwann getroffen, das weiß ich noch ganz genau. Und da ging es darum, wer macht Bass und wer macht Gesang. Genau, das war noch vollkommen offen. Und ich natürlich so dachte ich, okay, sag mal, Pleatsch, hast keine Kohle natürlich. Mikrofon ist billiger als Bass und Verstärker. Dann sag mal, du willst Frontmann machen. So. Im Nachhinein habe ich mich echt geärgert. Ich hätte eigentlich viel lieber ein Instrument gespielt in der Band. Habe ich dann ja zwischendurch auch immer mal wieder hat Kadde gesungen und ich Bass gespielt. So. Das fand ich auch immer ganz geil. Ja, und jetzt, mir fällt noch eine Anekdote ein, die also direkt zu diesem Gespräch. Da habe ich so, ja, habt ihr schon ein Lied? Und dann meinte Lars, ja, Roy mag euch. Und dann, ja, echt? Nö. Und dann, ja. Ja, doch, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass du irgendwie mit Kalle gesprochen hast. Und dann habe ich gesagt, oh, geil, eine Oi-Band, das ist ja richtig geil. Schon ein Lied? Naja, und dann. Naja, also vielleicht noch vorweg gesagt, so, wir kamen ja alle eher aus Zecken zusammenhängen. Das war so Kaltenkirchen, wo Stalin und ich herkommen. Bei Bramstedt eher gemischt so, aber das war schon alles, das war so eine linke Jugendkulturinsel da in der ganzen Gegend, so die ganzen umliegenden Städte und Dörfer. Segeberg, so. Die waren alle relativ fest, so in Fascho-Hand irgendwie. Und im Endeffekt kann man das ja so runterbrechen. Im Endeffekt haben wirklich die fünf Skinheads, die keine Fascho-Mucke machen wollten, die fünf haben sich zusammengetan, weil das die einzigen fünf auch waren. Oh, Mangels Alternativen. Und die haben dann angefangen. Also, na gut, Lars, du sagst gerade, du hast vorher schon ein bisschen Unterricht gehabt, aber wir haben im Prinzip, haben wir ja alle fast bei Null angefangen. Fast bei Null, irgendwie. Selbst dieses Joghurt Cash for President war ja kein... Also was ich da auch gelernt habe beim Gitarrenlehrer, war auch eher so spanische Romanze und so ein Kram, aber und halt so Power Chords, also ne, einfach... Und ja, das genau. Das war so das Standardgerüst überhaupt irgendwie. Ne? Ich meine, man hat einfach eine Gitarre gehabt oder auch einen Bass oder was auch immer. Man hat einfach gemacht, do it yourself und einfach los ja, ging's. Ja, ne? Also genau. Das wäre auch der Moment einfach so. Also man macht einfach irgendwas. Genauso wie halt auch Skateboard fahren davor und irgendwie abhängen und Mucke, war das schon immer, glaube ich, ein ziemlich gutes Zahnrad, überhaupt die Leute zusammenzubringen. So, ne? Ja. Nein, auf jeden Fall, ich hatte ja gesagt, wir kommen ja alle eher aus so Antifa. Stali hatte ein Iro vorher und so aus solchen Klicken. Und als wir dann angefangen haben, mit uns für euch zu interessieren und so diese ganzen Sachen und so, das war dann auch erstmal nicht so ganz leicht irgendwie, ne? Nicht so gern gesehen für die
für den Freundeskreis damals so, ne? Und ich weiß auch, die türkischen Kids und so, da musste man auch immer eine Menge Aufklärungsarbeit leisten. Ja, damals. Das kann man sich heute gar nicht. Immer so ein Stapel scharf oder irgendwas in der Tasche gab, was ich zu der Zeit auch in Münster gelernt habe. Ja, wir reden von 92. Das war schon keine einfache Zeit. Wir reden von 92, das war ja auch die heiße Zeit hier in Deutschland. Ne? Und da in 92 Skinhead zu werden als Nicht-Fascho, das war schon eigentlich eine ziemlich wirre Idee. So. Das konnte im Prinzip auch nur wirklich auf dem platten Land irgendwo. So, eigentlich gut, in den Metropolen gab es natürlich schon immer so solche Szenen, aber das war schon ein bisschen eine Kuriosität irgendwie, ne? was wir dargestellt haben. Irgendwie, ne? Naja. Ja gut, ne, aber das war dann auch einfach irgendwie, es war auch einfach irgendwie so ein bisschen spannender, ne? Da ging es dann auch auf einmal halt einfach irgendwie nur um Saufen und so ein bisschen asozial sein und so. Das war schon irgendwie auch ganz ansprechend. Provozieren, was ja eigentlich auch das Skinhead-Ding eigentlich ist. Letztendlich dadurch, dass wir nun mal so eine rote Szene hatten in Kaltenkirchen, war Punk sein ja auch nicht besonders aneckend in Kaltenkirchen. Und da konntest du natürlich als Skinhead wieder auf ein ganz anderes Level steigen, um irgendwo wieder zu provozieren auf dem Dorf. So ja, was sagen, natürlich oder? Auch ein bisschen hohl ist, also die korrekten, ist hohl, die korrekten Leute anzuprollen, aber so. Das ist halt mal was. Als Jugendlicher ist man mal so. Genau, es hat halt auch einfach eine Menge Spaß gemacht. Ne? Ich meine, also zum Beispiel muss man ja auch sagen, Skinne da, das ist so ein bisschen, ne, das ist so ein bisschen Rowdy-Tum und so. Und dann hat man halt gesagt, Lars hat sich dann auch irgendwie angefangen, kurzzeitig mal fürs Boxen zu interessieren und so. Ich bin dann auch ins Kickboxen rein und so. Das hat auch schon auch alles so ein bisschen so den Ursprung darin, so, ne? So ein bisschen, oh ja, geil, so ein bisschen der harte Macker sein, ne? Oh, da muss man auch mal ein bisschen raufkloppen und so, ne? So eins führt zum anderen irgendwie, ne? Ja, sicher, das hat er garantiert reingespielt. So. Nicht mehr zu den Opfern gehören wollen oder irgendwie sowas. Ne? Obwohl das ja auch völliger Quatsch war, aber wir hingen ja immer noch mit denselben Leuten rum wie früher. Ne? Aber das war es ja auch das Geile, ne? Dass man irgendwie, also da wo plattes Land so, ich meine, wir sprechen hier von Anfang der 90er, kein Internet, man musste halt sich wirklich auch noch um Sachen kümmern, um überhaupt irgendwie sich mit neuer Mucke zu versorgen, da musste man sich physisch mit Leuten auseinandersetzen so und man musste sich eh physisch mit anderen Leuten auseinandersetzen. Wenn du überlegst, dass zum Beispiel der Tannhof in Lennförden faktisch irgendwie auch immer der Anlaufpunkt war für DVU, FAP, Parteiveranstaltungen, wo halt irgendwie Leute aus der Hafenstraße hochgefahren sind und irgendwie dort gegen demonstriert haben. Ich erinnere das so ein bisschen vor, also Pre-Skinner-Zeiten, da bin ich noch Skateboard gefahren, da war einfach mal die B4 gesperrt, weil einfach die Bullen und die Antifas einfach den Laden dicht gemacht haben, so, weißt du, ey, da waren halt auch einfach klar, wer da die Feinde waren, ne, also das war halt irgendwie klar, in Kaltenkirchen sah es ein bisschen anders aus, bei Bramstedt waren halt einfach die Faschoglatzen am Start, die auch einfach straff organisiert waren und da muss man sich natürlich auch mit anderen Jugendsubkulturen sich auseinandersetzen, mit den Mettlern, auch mit den Türken-Boys, sag ich mal, mit den Ghetto, wie hießen die noch, irgendwie die Terror-Kids, wollte ich schon gerade sagen, so, und hat dann auch einfach sich irgendwie, glaube ich, wenn das einmal so geklärt war, dass man auf der richtigen Seite stand, war man halt klar, wer einfach der Feind ist. Und das waren einfach nur dumme Skinhead-Glatzen wie Brigge und Zille und solche Idioten. Und ne, nochmal ab von Neumünster oder von Kellinghusen. Und die ganzen Henschel-Ulzburger. Ulzburger, ja, Pumuckl und sowas. Ne? Und dann auch die Zeit, die HSV-Hools und sowas, weißt du. Und halt irgendwie dann auch eine Haslo Burning steht, die AKN-Strecke, wo halt einfach klar war, so, wenn HSV spielt, dann fährt man nicht mehr da AKN, weil du kriegst einfach, egal wie du. Also wenn du alternativ aussiehst oder nicht passt, kriegst du einfach an die Backen. So, das waren einfach so in dieser, sag ich mal, unserer Jugendzeit waren das einfach, da hat man auch einfach Angst gehabt. Und das war definitiv. Hat man provoziert, aber man hat sich auch dann seine Verbündeten gesucht. So, das war schon fand spannend auf jeden Fall. Na gut, aber dann, okay, wir haben uns jetzt zu vier zum ersten Mal getroffen mit Kadde und Lars, Stali und ich. So, und dann hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, so, dass ich irgendwie zu faul war, um Texte zu schreiben und das als Sänger natürlich erstmal nicht so eine super Voraussetzung ist. Und dann habt ihr dann ziemlich schnell, schon nach ein paar Wochen, ne? Wenn überhaupt, habt ihr dann Michi rangeholt
der war ein, zwei Jahre älter, ne? Mhm. Und hatte schon ein bisschen Bärenerfahrung. Und vor allen Dingen der goldene Schlüssel, der hatte Texte in der Schublade. Texte und eine Gesangsanlage. Und das war und eine Gesangsanlage. Schlüssel zur Band, irgendwie, natürlich. So, ich erinnere noch die Gesangsanlage. Zwei so lange Boxentürme. In grün. Nee, waren schwarz, aber irgendwas auch grün. Aber irgendwas war grün. Das Gitter war gesprüht. Und dann gab es irgendwie so einen Kasten, wo man die Kabel dann zusammengesteckt hat. So, und dann auch die Mikrofone rein. Also wirklich so, ja, einfach so, wo immer er die her hatte, ne? Keine Ahnung. Das Lustige ist, haben Menschen diese Gesangsanlage sogar dann irgendwie 20 Jahre später bei diesem Geburtstag von Henning Rechter auf einmal da auch stehen sehen, ja, im Stadtpark, dass ja, auf einmal diese Gesangsanlage auf einmal benutzt wurde und keiner wusste, wie oder warum die da stand oder irgendwas. Ja, kann gut sein. Nee, das war auf jeden Fall so. Das ist irgendwie, ja, wie war denn das noch? Jedenfalls, also zwei... Na, ist auch egal. Aber das stimmt. Ja, das war diese Anlage. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall irgendwie ein Unikat. Ja, ne? Total. Hat sich auch reingepasst. So, selbst gezimmert. Ja. Auf jeden Fall hat man die definitiv wiedererkannt. Naja, und dann hat sich auch relativ schnell herausgestellt, dass Michi wirklich auch eine gute Stimme hat, eine gute Bühnenpräsenz und so. Und dass das auch wirklich... ganz kluger Schachzug war. Ja, wir haben uns dann so geeinigt, zu der Zeit gab es ja die Blaggers in England. Das war so die erste Oi-Band, die wir kannten, die ganz selbstverständlich zwei Sänger hatte. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn die das können, dann machen wir nicht zwei Gitarren oder irgendwie sowas, dann machen wir auch zwei Sänger. Scheiß drauf, so, ne? Wer soll das davon abhalten? Irgendwie. So, und dann zack, stand dann das erste Smegma-Line-Up. Ne? Also wir reden von Ende 92? Nee, ja, im Sommer 92. Der Sommer 92. Ja, bis Michi denn da war, war es ja schon Herbst, Ende her. Ja, genau, im Sommer war sozusagen war die Idee da. Und dann genau, bis Michi da war, war es dann der Oktober, dann irgendwas. Und da war es dann irgendwie, das wir dann schon regelmäßig geprobt haben. Ja. Ja, genau, und mit Michi hat das dann auch geflutscht. Dann kamen die Songs, dann... Haben wir die ersten Dinger gecovert natürlich und so. Was waren die ersten Songs, die wir gecovert haben, war unter anderem Sex Pistols Anarchy in the UK, ne? Ja. Mit dem deutschen Text. Daraus haben wir nachher Skifahren gemacht. Ja, mit dem deutschen Text. Mhm. Wir fahren so gerne Ski. Wo war denn eigentlich der erste Proberaum? War der in Bramstedt im Jugendzentrum unterm Dach und dann sind wir damals runtergezogen? Oder waren wir immer nur in einem Raum? Wir waren von Anfang an. Ich glaube, es gab auch mal einen Proberaum oben. So, vielleicht hat Michi mit der Band oben in einem Proberaum. Da war aber eine andere Band. Und dann haben wir quasi im Jugendzentrum bei Bramstedt, dort wo die Tischtennisplatte war, gab es einen Raum, da musst du immer alles reinräumen praktisch und dann wieder rausräumen. Genau. Und dann konnte man noch. Alter, was schlecht. Zu schleppen immer. Und das war der einzige Proberaum überhaupt, also an den ich mich so zu Smegma-Zeiten erinnere. Ja, ja, definitiv. Ja, ja, aber war ja auch super. Wir mussten nichts bezahlen. Das war natürlich ein großes Plus für uns zu der Zeit halt. Ne? Wir haben uns die Band mit, den Raum mit zwei Bands irgendwie oder drei anderen Bands geteilt. Am besten nicht so viel parallel. Und das hat ja auch das hat gut funktioniert. So, ne? Ich war natürlich immer ein bisschen genervt, dass ich immer nach Bad Bramstedt musste. Und wir haben auch immer sonntags geprobt, ja, von Anfang an. Schon nervig. Und das hieß, ich konnte dann auch keine Lindenstraße gucken und so. Ja, das war schon der Moment, ja. Da hat man noch Lindenstraße geguckt. Genau, da waren wir mal Lindenstraße-Fans und durch Smegma irgendwie sind wir davon abgekommen. Kann auch Spießer! War die nicht so Lindenstraßen-Ultras auch sogar? Also, nee, das war Redshark-Ultras oder Redshark-Hooligans, unsere Volleyball-Truppe in Kaltenkirchen damals. Zweite Bundesliga. Ja, ja, genau. Kaltenkirchener Turnerschaft hatte ein, zwei Saisons Zweitliga-Mannschaft, ne? Volleyball, Red Sharks. Das ist ja auch so ein Skelett-Sport, ey. Das ist ja. Aber das war lustig. Das war lustig, ja. Natürlich, also sind wir zwei Saisons mit 10 Leuten hin und haben da irgendwelche Fußballlieder gesungen. Ja, Red Sharks, Hooligans. War eigentlich ganz geil. Schöne Turnhalle. Oder immer versucht, mit den Gästefans draußen zu verabreden und so. Aber hat irgendwie nicht geklappt, ne? So die Daddys und Frauen, die wollen irgendwie. Ja, good times, Alter, good times. Naja, aber findet ihr nicht auch, dass das relativ schnell
was geworden ist dann auch oder irgendwie so? Sehr schnell, sehr schnell. Mit der Band. Auf jeden Fall. Wir sind ja im Prinzip wirklich in so eine Nische reingesprungen oder reingerutscht. Andere Bands sind 2 Jahre im Proberaum, bevor die einmal die Nase da. Aber die hatten natürlich auch nicht diesen Stempel, eine antirassistische Skinhead-Band zu sein, was, wie wir eben schon sagten, wirklich ein Unikat, aber selten zu der Zeit war. Also in unserer Gegend. Auf jeden Fall in unserer Gegend. Und dementsprechend hatten wir natürlich relativ schnell. Ja, stimmt. Das war unser Ding. Ne? Das genau. War eben Die Leute wollten uns einfach sehen. Ja, ne? Und dann haben die uns wirklich, der erste Gig war dann ja auf irgendeiner Geburtstagsparty, auf irgendeinem Dorf, richtig auf dem Heuhänger, auf dem Stoppelfeld. So. Quarnstedt. Quarnstedt. Genau. So, oder was, haben wir da mit irgendwelchen Metal-Bands gespielt oder was war das? Keine Ahnung. Also wenn jemand das hört und da Fotos von noch hat, ey, bitte auf jeden Fall grandios, her damit. Wir selber nicht. Aber weiß doch keiner mehr genau, wann das war, oder? Welches Datum oder so? Oder es war auf jeden Fall noch 92, oder? War das noch 92? Auf jeden Fall hatten wir nur 4 Lieder. Als Zugabe haben wir noch 2 davon wiederholt, das weiß ich noch. Ich weiß, ob das schon 93 war, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall der erste. Naja, aber so, wenn dann Anfang 93, sagen wir mal so, ne? Und und dann irgendwie, keine Ahnung, ich war ja nie so der Netzwerker, aber ihr anderen habt dann auch so ein bisschen Connections geknüpft in andere Städte, ne? Mit anderen Sharpskins und so, ne? Und dadurch dann Auftrittsmöglichkeiten klar gemacht. Also letztendlich ist es ja nicht, man kann es ja nicht Netzwerken in dem Sinne vergleichen, wie es heutzutage ist, sondern das Netzwerk bestand darin noch, dass wir damals wirklich unsere ersten 4 Lieder. Auf einen klassischen alten roten Kassettenrekorder aufgenommen haben. Ich das zu Hause nochmal über die Stereoanlage ein bisschen ausgepegelt habe, von Kassette zu Kassette kopiert habe, das Ganze 30 Mal vervielfältigt habe mit irgendwelchen bei Konrad Elektronik gekauften 2x10-Minuten-Kassetten sozusagen bestückt habe. Ja, das gab ja, ganz kurz, das gab ja richtig so Demo-Tapes zu kaufen. Genau. Die waren teuer. 2x10 Minuten. Ja, eben. Code. Kaltenkirchner Eute. Genau. Genau, und dann kam im Prinzip auch 1992 unsere erste Veröffentlichung auf Code. Code 1 war das eben unser erstes Demo-Tape, genau. Und das waren eigentlich Aufnahmen aus dem Übungsraum. Und das war auch das Demo, was du dann an die Labels verschickt hast? Genau, damit haben wir unseren ersten Plattenvertrag gekriegt. Und was waren da für Songs drauf? Hast du das auch im Kopf? Jungs von nebenan, Disco Queen, dieses, worüber Gewalt? Wir gesprochen hatten, nee. Skifahren, Gewalt. Die Skifahren war da drauf. Zu viele Fragen und United. Genau. Ich glaube, das waren so die 6, 7 Lieder, die hatten wir da drauf. Und seine Leiche fällt um. Unser Intro, Wir sind Smegma, hieß das, glaube ich. So ein kurzes 1-Minuten-Lied einfach nur. Alter, das weiß ich ja gar nicht mehr. Keine Ahnung. Wir sind geil, wir sind Smegma. Das war einfach nur so ein 1-Minuten-Intro. Und das war auf dem Demo drauf? Das war sogar noch auf dem Demo drauf, ja. Krank, ja. Krank. Aber ich glaube, davon gibt es irgendwie, wenn es hochkommt, 30 Stück weltweit. Also wer es hat irgendwie, der kann sich freuen. Ja, ich glaube, außer hier Red Rosetten Records sind die, glaube ich, von allen direkt in Müllpapier gelandet. In Papierkorb. Also meins habe ich noch. Aber habt ihr nicht auch so, weil ihr seid auch immer zum Fußball zusammengefahren, oder nicht? St. Pauli? Habt ihr dann? Ja. So, also ich meine, davor schon, ihr seid, wie lange fahrt ihr zum Fußball? Das war ja schon weit vor Smegma. 18 Jahre? Nein. Ja, also ja, 89. Mein erstes Spiel war 88. Paddel Gensing hat uns da mitgeschleppt. Sein Bruder war ja da der war ja da so in den Fankreisen. Eine größere Nummer, ne? Der war doch hier im Millantor, die ganze Anfangszeit, so war er damit. Naja, auf jeden Fall, ja, kann gut sein, dass, aber haben wir da früh auch schon für die Band sozusagen Werbung gemacht? Jein, also im Prinzip durch dieses Demo-Tape, was ich auch an einige Fanzines damals verschickt habe, unter anderem SOS-Boten und auch Skin Tonic und noch diverse andere, die ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, hatten wir dann auch noch ein Konzertangebot gekriegt. Ich weiß gar nicht, von wem das oder wer das organisiert hatte. Da hätten wir im Prinzip nach 4 Monaten, als es uns gerade gab, in Lübeck spielen können mit Daily Terror. Da wurden wir angefragt, ob wir als Vorband von Daily Terror auftreten, wo wir dann gerade auch nur 6, 7 Lieder maximal hatten. Aber das Konzert ist leider gecancelt worden, weil
den halt, glaube ich, Daily Terror nicht koscher genug war, sozusagen. Ah, da fällt mir gerade ein, Henno, du hattest ja bei der letzten und der vorletzten Folge, hattest du ja irgendwas mit Daily Terror angeteasert und ein paar Leute schon heiß gemacht. Ach, was ist das für eine Geschichte? Ah. Haben wir da noch was zu erwarten oder war das dünne Luft? Nee, also das gibt es. Ich habe das nur seitdem auch noch nicht gesehen. Also du arbeitest da noch dran. Wir brauchen ja gar nicht zu viel zu erzählen. Aber das ist noch das Thema. Ja, klar. Ja, okay. Ja, gut. Dann lasst euch überraschen. Mal gucken, wann Henno da dazu kommt. Ja, ein anderer Interessent, nachdem ich die Demo-Tapes dann verschickt hatte, war der Manni Schleicher von Retrosetten Records. Der hatte praktisch die Bewertung, glaube ich, des Demo-Tapes auf dem SOS-Boden oder im SOS-Boden-Fanzine gelesen. Und uns daraufhin kontaktiert, was wir selber ja gar nicht glauben konnten, weil uns gab es ja, wie gesagt, gerade mal 3-4 Monate. Und der ging es eigentlich da mit dem... Der hat das Tape nicht mal gehört, sondern nur auf die Rezension, auf das Review hin. Da... Genau, genau. Ja, aber also dazu müsst ihr natürlich auch mal erzählen, was war Manni Schleicher für ein Typ? Ja, Manni Schleicher war auf jeden Fall... Das war echt eine Figur. Der war ja relativ schnell, war er ja ziemlich verbrannt in der Punk-Szene, in der Deutsch-Punk-Szene und Deutsch-Oi-Szene, weil er irgendwelche Leute da nicht bezahlt hat oder irgendwie irgendwelche Pressungen ohne Absprache gemacht hat von irgendwelchen Punk-Bands. Also so, mehr oder weniger wie alle anderen auch, oder? Ja, im Endeffekt schon. Ja, aber wenn wir dann später die Leute von Scumfuck-Mucke und so gehört haben, die haben eigentlich alle immer nur abgekotzt über ihn. So. Ja, aber ich glaube, die meisten mochten auch nicht, dass ein Langhaariger letztendlich sich in der Skinhead-Szene breit macht. Muss man auch mal so ganz platt einfach sagen. Weil man halt ein rothaariger, langhaariger Franke. Ja. Und das Ding war ja auch, ich weiß noch, als wir den zum ersten Mal getroffen haben, ich habe den auch nicht verstanden. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal jemanden richtig fränkisch reden hören. So, ne? Und der hatte auch wirklich, der konnte ja auch kein Hochdeutsch so richtig. Und wir im Prinzip auch nicht. So, und da sind auch echt irgendwie Welten aufeinander geprallt. Ne? Wir Holsteiner Bauernjungs irgendwie und dann der fränkische Bauer. So. Aber irgendwie war es. Aber es hat geklappt. Das war eine sehr unwahrscheinliche Kombination. Oh, aber irgendwie. Wohl auch erfolgreich. Irgendwie war das cool. Ey, was wäre ohne Manni Schleicher geworden? Eben. Ganz ehrlich. Also ich finde das auch. Ja, und der hat sich auch um uns gekümmert. Der hat sich auch wir um uns gekümmert. Unsere Freiheiten gehabt. Wir durften im Prinzip unsere Show da absetzen. Der hat uns Gigs klar gemacht. Der hat uns eine Tour klar gemacht. Eben. Das war super. Also. Haben spätere Labels so nicht gemacht. Nee, nee. Und dafür, dass wir wirklich eine Newcomer-Band waren, irgendwie. Also, wir konnten uns überhaupt nicht beschweren. Nee, damals, die zweiten waren das echt sensationell eigentlich, so was er möglich gemacht hat für uns so, ne? Ja, ja. Darf man nicht vergessen, ne? Auch die anderen Bands, die er da hatte, ne? Hier Einhorn, wie hieß die? Atemnot. Block is Talk. Block is Talk. Bei dem und dann gab es noch diese Ramses und so Hooligans. Ramses und Hooligans. Diese polnische Band, weiß ich auch nicht, was aus denen noch geworden ist. Die haben wir auch nur einmal. Na gut, aber die waren, glaube ich, aber wenigstens musikalisch einigermaßen. Ja, war natürlich. Nee, also das ist doch voll schrecklich. Ramses und so Hooligans ist doch der letzte Müll. Ramses und so Hooligans ist doch, also ich hab die auch nicht mal im Ohr. Ja, er hat so eine ganz hohe, kreischige Stimme, total ätzend irgendwie und aber die... Also schlechter als Atemnot, würdest du sagen? Ja, ich glaube schon. Also und die gab es ja auch irgendwie schon. Ich weiß nicht, wie er an die gekommen ist, aber das war ja schon eine fertige Band. Also ja, genau. Also verdiente Band sozusagen. Genau, die gab's stimmt. Das war schon so ein alteingesessener, dieser Ramses, ne? Der war schon ein bisschen länger so in dem Oi-Zirkus. So der polnische Willy Wucher, glaube ich, so eine Art Song. Wer war das? Okay. So eine alte Oi-Legende aus Polen. Ja, ja, und dann zack, hatten wir plötzlich einen Labelvertrag. Und wir reden ja immer noch von Mitte 93 wahrscheinlich, ne? Ja, es war 93, als praktisch der Vertrag dann kam irgendwo. Oder Ende 92, Anfang 93, ja. Mhm. Und die EP, die erste EP auf Red Rosetten, die kam dann ja im Dezember, meine ich, raus. Und bis dahin haben wir relativ viel gespielt, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, so. deswegen wollte ich unbedingt Stalin da haben. Die Platte kam raus. Recherche und Tag. Archiv. Ja, Bob Andrews. Die Platte kam raus an dem Tag, als wir in
Greifswald aufgetreten sind, bei diesem Greifswald. Und das war im Prinzip unsere Release-Party, bis an dem Tag ist die Platte rausgekommen. Nein! Mein Fehler. Die Platte ist rausgekommen, als wir in Fürth gespielt haben mit Beck's Pistols. Da haben wir die Platte noch selber geklebt. Und, dabei, da ging und die Hälfte weg. Falsch geklebt? Oder? Nein, die wurde falsch gedruckt. Ach so, falsch, die Öffnung war dann unten. Ja, jeder, der die Platte, das war wahrscheinlich der Grund, warum wir alle 1500 Platten in 3 Monaten verkauft haben, weil der Schlitz unten war. Und jeder, der die Platte angefasst hat, dem ist erstmal die erste Platte unten rausgefallen und musste sich wahrscheinlich dann zwangsläufig eine zweite nochmal hinterher kaufen. Das war geplant so, ne? War das geplant. Ja, da ist halt ein bisschen was schief gegangen. Und das ist, naja. Und das war Anfang, oder das war schon im Mai, Juni 94. Nee, 94? Nee, 93, ne? Dezember 93 kam die Platte raus. Das weiß ich noch ziemlich genau. Ja, ja. Okay. Das weiß ich noch von den Zeitungsschnipseln, Also war die Platte noch nicht draußen, als wir, ich erinnere mich jetzt immer gerne an die Geschichte, als ich Realschulabschluss gemacht habe, 1993, hat die Klasse in Nützen gefeiert und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht kommen, ich spiele halt mit Smegma in der Hafenstraße im Störtebeker. Und alle so, wo? Ich so, ey, lass mich einfach in Ruhe, wir spielen ein Konzert. Das war 93 im Störtebeker, glaube ich. Und da war die noch nicht draußen? Mhm. Weiß ich nicht, ehrlich. Ziemlich, doch, kann gut sein, doch. Und das muss ja irgendwie August oder sowas, oder ne? Also ich glaube, ich kam dann erst kurze Zeit später danach dann halt, ne? Nee, ich glaube, der Sommer war das nicht, das war bestimmt schon Winter oder Herbst, als wir im Störtebeker gespielt haben. Nee, das war Juni oder sowas, war eigentlich. Also wir haben sie im Sommer eingespielt auf die Platte auf jeden Fall, das weiß ich noch. Da war es warm. Auf jeden Fall nochmal ins Archiv gucken, Charlie. Ganz genau. Aber wo wurde die Platte aufgenommen? Das muss man nochmal erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Stück Smegma-Geschichte. Ja. Wer will das erzählen? Ich kann es nicht mehr erzählen. Aber es war eine Musikschule in Bad Bramstedt, ne? Das war ein Musikladen mit einem Studio da irgendwie im Keller Matzen. Drin. Musikstudio in Bad Bramstedt. Und das war aber auch ein Geschäft, oder nicht? Genau, da habe ich auch meine ganzen Schlagzeugteile irgendwann nach und nach mir eingekauft. Die direkt neben unserem Proberaum. Praktischerweise, quasi. Genau. Ja, und die hatten im Prinzip ein Tonstudio im Keller, hatten auch wahnsinnige Erfahrungen auch schon gehabt mit namhaften Bands wie dem Musikzug Bad Bramstedt, glaube ich. Also von da war es uns halt klar, dass wir auch dahin gehen mussten. Und die hatten ein Vierspurgerät. Hatten ein Vierspurgerät gehabt irgendwie. Also ich hatte, glaube ich, ja. Kann man sich heute sagen, heutzutage, wo die Leute das alles zu Hause an ihrem PC einspielen. Und ich glaube, ich hatte für das gesamte Schlagzeug, glaube ich, 2 Mikrofone gehabt, irgendwie dann irgendwo, 2 Meter Entfernung. Also ich bin mir ziemlich sicher, Schlagzeug und Bass hatte eine Spur, Gitarre hatte eine Spur und Gesang hatte eine Spur. Die beiden Sänger. Also muss so gewesen sein. Oh. So, kann ja gar nicht anders gewesen sein. Wie sind die Typen noch? Waren 2 Typen, ne? Ja, das Erbsen? War so ein Hagerer mit schütteren langen Haaren. Wie hieß der noch? Ich wollte nicht sagen Erbsen, aber irgendwie so. Ja, der uns ja hier auf ein paar Konzerten auch hier die PA auch gemacht hat und so, ne? Auch so ein langhaariger. Auf jeden Fall alles Leute, die überhaupt nicht eigentlich wussten, was wir für einen Sound wollten. Ja, oder, ich glaube, wir haben den vorher zwei, drei. Was wir überhaupt darstellen wollten. So, keine Ahnung, wir haben denen dann, Songs vorgespielt. Und gesagt, so soll sich der Bass anhören, so soll sich das anhören, mach mal. Ich glaube, ganz blöd, wir haben denen sogar irgendwie eine Content 84 CD gegeben. Weißt du, vom Sound einfach her, so einen Stumper-Sound wollten wir halt haben, sozusagen. Das weiß ich noch damals. Darf man heutzutage ja fast gar nicht sagen, aber damals war das halt so. Ne? So musikalisch war das eigentlich so, haben wir gesagt, so würde ich mich auch gerne mal anhören. ja, kann gut sein, kann gut sein. So, ich meine, die ersten Reviews, wenn wir mal ein bisschen weitergehen, jetzt von der EP, die waren ja im Prinzip auch so, die Sensation Smegma war ja im Prinzip, das war eigentlich so ein Fascho-Sound mit Sharp-Texten. So, ne? Das war ja irgendwie so unser Alleinstellungsmerkmal irgendwie, ne? Und wenn du dir so Songs wie Gewalt anhörst und so, dann kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Ja, apropos Sharp, wie kam denn die Connecticut eigentlich zu Sharp? Es gab doch auch irgendwie, sag ich mal, Leute, die das in Deutschland eigentlich groß gemacht haben. Und irgendwie wie kam man an so die Sticker und überhaupt die Infos dazu? Und also gab es da Veranstaltungen auch? Ich bin ja auch ein bisschen jünger als ihr, aber wie hat man diese Leute halt kennengelernt und sich dann einfach auch gesagt, Alter, hinter diesen, ne?
Sharp Against, eine Skinheads Against Racial Prejudice, so, dass man sich das dann quasi auch auf die Jacke gemacht hat und sowas. Mhm. Das ist, ich erinnere das gar nicht mehr so richtig, aber es gab, irgendwie ist das so. Stadi, du warst auch so der Fanzine-Mensch. Ja, das meiste ging, glaube ich, über das Skin Tonic aus Berlin. Mhm. Die haben, glaube ich, viel auch in Badges und auf Neon-Krams und sowas halt gemacht. Ach, das konnte man da bestellen? Ich weiß auch gar nicht mehr. Es war nicht so einfach, die Original-Dinger zu kriegen. Es gab eine Zeit lang immer diese selbstgemachten irgendwas so, so selbstgemachten. Man konnte man auf diese gestickten. Aber die guten gestickten, das war dann, die hat man auch nicht überall gekriegt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir die her hatten, ehrlich gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir auch eine Zeit lang zusammen, wenn wir nach Hamburg gefahren sind, in den Schwarzmarkt und da so Aufkleber gegen Nazis gekauft hat, aber da hat man diesen Skinhead-Kram nicht. Ich weiß nicht, ob der nach Chameuse in Hamburg oder sowas verkauft hat oder so. Ich meine, Marktstraße war man, um Doc Martens zu kaufen, so bei Amat und sowas. Aber es gab keinen Laden irgendwie, wo man sich so Badges gekauft hat. Ne? Ziemlich, ich glaube, dieser Moskau damals aus Hamburg hier, was? Der hatte auch viele auf den gab, der hat sich auch so ein bisschen mitverteilt. Da gab es auch diese Hamburg-Organisation, Hamburger Skinheads gegen Rassismus mit diesen roten auf den Genau. Und aber gleichzeitig eben hatten sie auch diese Schaf auf den gehabt. Und ich meine, da war auch kam dieser. Aber relativ schnell kam das auch über Mail-Order. Irgendwann fing es natürlich auch an so. Ne? Moskau habe ich getroffen, original beim Blutspenden im UKE vor 4-5 Jahren. Ich sehe sie auf der Barre so, ich so, Digga, du bist doch Moskau. Und er so, ja, aber so nennt mich niemand mehr. Ich so, ist ja krass. Aber ich meine, so auch nochmal zurück auf Fußball. Es gab ja 92 auch das Gründungsjahr des St. Pauli-Skinheads, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Ich habe mal so Aufkleber gesehen. Ja, nee, also der momentane Fanclub, der heißt von 96. 96? Ich dachte 92. Also wir haben damals schon immer Skinhead St. Pauli gegrüßt auf unseren Platten, aber da war es auch kein eingetragener Fanclub. Ja, genau. Das war noch der Vorläufer von den offiziellen. Genau, offizieller Fanclub und Teil der aktiven Fanszene war das dann seit 96. Genau. Ja. Und das war auch eine andere Generation als die, mit denen wir anfangs rumhingen. Ja. Ja, ne? So Sönke, Paul und hier Ostkai und wie die alle hießen. Ja, genau. Ne? So, hier Schanzenkai und so. Ne? Kreuer. Big Ben. Ja. So, ne? Die kamen so aus Trittau und hier, wie heißt das da im Süden? Gieshardt. Also. Nee, hier wo Strötzel und so herkommen. Und Lerzer und so. Kamen die noch welche aus Schienefeld oder irgendwas? Ja, auf jeden Fall da. Naja, irgendwie Harburg Land da oder. Keine Ahnung, na, ist ja auch Meckelfeld. Egal, aber Meckelfeld. Die waren ja ganz klein ein bisschen später. Ja, genau. Ja, das war die nächste Generation, sozusagen. Ja. Also was ich ja irgendwie dann auch ganz bemerkenswert fand, ist dann halt, ja, also irgendwie schien ja diese ganze Infrastruktur schon auch irgendwie da gewesen zu sein. Ne? Dann war halt Money da. Ja, Money war da auf einmal. Gab es dann auch irgendwie das Skin Tonic und so, also das muss ja schon auch irgendwie alles so, und das ist ja das Bemerkenswerte, kein Internet und so, das ist ja schon auch irgendwie alles so parallel entstanden, ohne dass man so voneinander wusste, dass irgendwie so, jo, jetzt ist halt irgendwie die Zeit jetzt muss es mit Nazis zu tun definitiv haben und so, ne? Das definitiv ist ja irgendwie. Du, wenn du dir andere Bands aus unserer Zeit anguckst, die haben sich alle um den Dreh gegründet. Mhm. Alle so 91 bis 93. Das lag in der Luft auf jeden Fall. Genau, definitiv. So eine New Wave von Deutsch Oi. Ja, so. Und da haben wir im Prinzip auch ein bisschen Einfluss auch gehabt. Ich meine, ich finde es auch immer ganz lustig, wie der Sänger von Broilers auch immer ganz gerne mal betont hat, irgendwie, dass letztendlich ein Grund, warum sie die Band Broilers gegründet haben, halt Smegma war. Weil sie uns die erste Single damals abgefeiert haben und gesagt haben, jo, wir wollen auch mal eine Band machen. Die dann übrigens auch mal unsere Vorband waren, Broilers, ne? Bei dem einen Konzert in Mettmann. Ja, genau. Ja, aber da hat es ja gebrannt. Und danach hat es gebrannt, als wir dann auf der Bühne waren. Aber zumindest können wir sagen, Broilers waren unsere Vorband. Ja, ach, da waren einige Bands unsere Vorbands, die später durchgestartet sind. Ne? Da. Und wir so weiter durch die Jutzes getingelt. Aber wo Jutz Kagin, also auch legendäres Konzert. Ja, das war ja unser erster, richtiger Konzert. Richtige, ich meine, dann war das direkt nach Quanschi denn schon? Dann Jutz Kagin? Das war im Januar. Das war wirklich Januar 93. Das war noch vor der ersten Single. Genau, das war Januar 93 im Jutz Kagin-Kirchen. Wir haben noch gespielt. Mit Teletrunken. Also halt die lokalen Matadore aus Kagin-Kirchen halt. Ne? Genau, die waren ja alle so ein, zwei Jahre älter als wir, ne? Und das waren so die
von denen wir ganz viel Punk auch mitbekommen haben und so. Ne? Und hier eine Wossi, Ernie und ne, hier. Klaas. Macke, von dem hast du natürlich keinen Punk, sondern Hard Rock und Metal. Ja, auf jeden Fall, genau, das waren so Punk-HSV-Fans, Fußballfans und Punk-Fans, so, die haben dann Teletrunken gegründet. Und wir haben uns ja schon lange, von Anfang an auch schon als St. Pauli-Band hingestellt, so, oder geoutet. Und dann war dann transparent auf der Bühne Hamburger Fußballfans gegen rechts und dann mit der HSV-Raute und dem St. Pauli-Wappen zusammengenäht, so zusammengestickt. Und Hamburger Fußballfans gegen rechts. Ja. In Kaltenkirchen. Ja, was ging sowas? Was für Hamburg. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Und da haben wir zum ersten Mal sozusagen vor unseren alten Antifa-Kumpels gespielt und so. Ne? Und da gab es natürlich auch so ein bisschen augige Mache und so. Und ein bisschen, was sollen wir davon halten und so. Ne? Aber, ja, aber das überhaupt nicht gut. Aber es war ein Erfolg und das war auch ein gutes Konzert. Fand war ich. Grandioses Konzert. Es war sehr, mega, es ist legendär. Meine Mutter war da oder Lalle erzählt auch mal davon, die hat so Aufzeichnungen noch aus ihrem Tagebuch. Das ist, glaube ich, irgendwie, er war total voll, ist dann rein, ist dann irgendwie das ganze Konzert über auf dem Klo zusammengeklappt und danach wieder so, Lalle, wo bist du? Ja, hier. Und so. Also ich glaube, ich meine, wie viele Leute, das Blutskeimkirchen war ja damals schon legendär, was für Shows da irgendwie waren. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Da waren vielleicht 400 Leute, vielleicht auch nur 150, aber es waren immer eine Menge Leute aus verschiedenen Szenen. So, das war ja, da haben auch wirklich landesweit bekannte Punkbands gespielt. Aber da war es brechend voll an dem. Ja, ich meine, das war ja auch unten. Ja, da war die beiden Lokalbands. Da hatten wir natürlich, genau, Teletrunken waren eh die Lokalmanadore in dem Laden und wir haben natürlich auch alle unsere Leute mobilisiert. Das Ding war sogar ausverkauft. Das war voll, ja. Also es war richtig, ja. War legendär, das Konzert, ey. Ja, stimmt. Das einzige Konzert in Kaltenkirchen für Smack mal überhaupt, oder? Nee. Wir haben auch nachher noch dieses Abschiedskonzert 20 Jahre später im Clubheim mit. Ja, okay, stimmt. Da warst du doch sogar. Da hab ich auch gespielt, ja. Stimmt, ja, richtig, genau. KT Vereinsheim. Also was man natürlich auch nochmal anmerken müsste, der Kelch Dim Records, der vorübergegangen ist. Der ist relativ knapp an uns vorübergegangen. Sehr knapp. Sehr knapp, zum Glück. Stali, ne? Ja. Oder was ist die Geschichte? Ja, Dim Records war auch einer der privilegierten 5-6 Empfänger unserer Demo-Tapes. Von dem wir allerdings eine nette Absage bekommen haben. Im Nachhinein natürlich, was sich als sehr glücklich herausgestellt hat. Aber warum hast du das dahin verschickt? Einfach, du hast einfach ja, das wussten wir auch gar nicht. Du hast das an alle Labels einfach verschickt. Ich habe einfach im Prinzip erstmal Label geschickt, die Skinhead-Musik machen. Und da wussten wir auch Dim war ja noch eins davon. Also es gab ja nicht viel Label. Eben. Ja, genau. Und die waren auch noch nicht so geoutet. Nein, eben, so, das war ja alles noch ein bisschen scheinheiliger. Ja, genau. Und da war eben das offizielle Grund, warum er uns abgelehnt hat, der Uhl, weil wir in dem Lied Disco Queen gegen Manta-Fahrer gehetzt hätten und er selber als bekennender Manta-Fahrer sowas natürlich nicht unterstützen kann. Das finde ich natürlich legitim. Da war es auch klar, also ja. Waren wir uns auch schnell einig, dass du da halt nichts machen. Du hast das doch, glaube ich, sogar noch, zumindest gab es das, glaube ich, auch schriftlich. Ja, also das habe ich als schriftliche Absage und das kam natürlich auch in unser legendäres Magma-Fotoalbum rein, die Absage vom Uhl irgendwie. Natürlich. Nee, und dann überhaupt nur mit dem Manta. Nee, das geht gar nicht. So, Musik ist ja egal, ne? Aber gegen Manta nicht. Nee. Okay. Naja, und dann, als dann die erste EP draußen war, dann kamen auch die Anfragen reingeflattert, ne? Die Konzertanfragen. Und dann haben wir, also 1994 haben wir dann relativ viel gespielt. Ja, ne? Waren wir fast jedes zweite Wochenende irgendwo unterwegs. So. Ja. Auch wirklich in Süddeutschland viel, in Ostdeutschland richtig viel rumgefahren. Gerade im Osten war ja. Das war ja relativ kurz nach der Maueröffnung, zwei Jahre später. Die waren ja alle dankbar, dass da im Prinzip auch mal wieder was sozusagen gestartet ist. Naja, und vor allen Dingen, dann kam ja auch irgendwann Leukämie. Die haben das ja auch im Osten auch nochmal so richtig befeuert. Und ist ja auch nach wie vor eine gute Band. Und wann kamen die denn? Obwohl, eigentlich? Mit denen sind wir sogar erst ein bisschen später in Kontakt gekommen. Erst war sogar noch Volkssturm. Das war, glaube ich. Stimmt. Erst Skinfield.
Die hatten uns als allererstes mit Skinfield haben wir ja in der Hafenstraße gespielt. Genau, genau. Und wir bei denen ja in Kralmüritz. Genau. Diese legendäre Tour mit den drei Autounfällen und sowas. Autos hatten und so. Ich weiß nicht, erzähl mal gerne die Geschichte. Ich dachte immer, wir hätten in Rostock gespielt, ne? Aber ich war vor ein paar Jahren, weil das muss vielleicht auch schon 8, 9 Jahre her sein, war ich bei Kollegen in Kralmüritz auf so einem Hof quasi. Und dann sind wir durch Kralmüritz so gelaufen. Ey, mein Alter, shit, Digga. Das war gar nicht Rostock, das war Kralmüritz. Ja, ja. So, und das war ja, was für ein Liga. Ich hatte da noch keinen Führerschein damals, glaube ich, so. Und so ein ganz idyllischer Ferienort eigentlich. Ne? Und Alter, was da los war, Alter. Ich meine, erstmal der Weg dahin, so quasi in der Auto im Arsch gefahren. Also, dann wieder, ich wollte uns jemand abholen mit dem Auto, das Auto auch im Arsch, dann Abschlepper hinten drauf und dann dahin und Alter, nur voll gesoffene Typen und irgendwie alle hatten richtig Bock, dann noch Nazi-Hauereien, so. Also völliger Ausnahmezustand, ey. Wo du echt irgendwie zurückgefahren bist, denkst du, Alter, was waren das für 2 Tage, so völlig out of control, ey. Hat denn nicht einer von denen so eine riesige Shisha-Pfeife, wo die Dope drüber geraucht haben? Ja, genau. Alter, ich glaube, da habe ich mich auch so mit abgeschossen. Das war einer von Skinfield, der einen riesen Shisha-Bong auf dem Tisch gehabt. Da haben wir alle von genuckelt oder so. Und alle gedacht, alle haben ja schon mal geraucht und gekifft und gesagt, es schmeckt ja gar nichts, das qualmt ja auch gar nicht. Und gezogen wie ein Weltmeister irgendwie. Und nach 30 Minuten hat, glaube ich, keiner mehr was gesagt. Ja, stimmt. Das war ja auch noch so ein Ding, was uns unterschieden hat von anderen Bands. So, wir waren ja auch wirklich eine krasse Kifferband. Ne? Damals noch, ja. Mhm. So. Wurde auch nicht so gern gesehen in der Szene teilweise. Ja. Also auf jeden Fall im Norden, ja. Auf jeden Fall haben die Leute sich drum gewundert. Ja, stimmt. So. Ja, stimmt. Je weiter man nach Süden gekommen ist, desto. Oder auch Berlin, die desto verpönter war das. Genau. Ne? Die Berliner so bei den Ossis anfangen. War das auch normal, glaube ich, relativ. Und ja, stimmt. Aber so eine Sharpskin-Band, die kifft. Ja, stimmt. Das war auch nochmal so ein besonderer Touch, den wir da anfangs hatten. Ne? Ja gut, wobei, du warst ja nie so hinterher. Nö, stimmt schon. Ich war ja damals schon Vegetarier, muss man auch sagen. Es gibt noch diese eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ja, ich bin ewig schon Vegetarier. Und wir sind irgendwo hingefahren, ich glaube, war es Magdeburg oder sowas irgendwie. Auf dem Weg natürlich immer schon, die nicht fahren konnten, haben immer gesoffen oder sich Kakao mit Hasch gemacht und einfach völlig drüber und dann angekommen und voll mega Hunger gehabt und alle so, ja geil, wir haben hier Brote, Brötchen gemacht für euch und kommt mal ran und so. Und ich so, oh, geil, rein Brötchen und denk so, geil, Nutella-Brötchen, beiß rein, Alter, fuhr so voll drüber so und dann so, fuck, Alter, Blutwurst. Das war echt so. Und die alle sich totgelacht, das war so ekelhaft, Wahnsinn. Das fand ich auch hart, ne? Schön, wenn der Blutwurst anzufangen. Königsklasse. Ich meine, man muss sich auch überlegen, man ist dann damals irgendwie so mit Autos durch die Gegend gefahren, man hat irgendwie Top-Teile von Verstärkern, Gitarre, ein paar Schlagzeugteile und hat dann irgendwie vor Ort immer irgendwas von den anderen halt benutzt. Also man ist ja nicht so wie, keine Ahnung, dicker Tourbus oder irgendein Scheiß Sprinter, einfach in verschiedenen Kombis durch die Gegend geeiert und dass da eigentlich, also na klar, ein paar Unfälle hier und da, aber dass da eigentlich auch nie was passiert ist, Wahnsinn. Ja, stimmt. Also Kattis, da hatte doch so einen grünen, was war das, ein Kadett oder sowas? Golf. Michi hatte einen weißen Kadett und sowas, weißt du? Du hattest doch Auto, was hattest du für ein Auto? Ja, so diesen Auto, dieses blaue Peugeot. Peugeot, genau. Der ist halt draufgegangen bei der Fahrt nach Alter, und das war dann so die Phase, wo wir konzertmäßig auch so richtig am Rad gedreht haben, ne? Lars und ich, unser Ding war immer vorm Gig treffen, bei Michi meistens, haben wir dann auch gepennt vorher. Ja, genau. Und dann haben wir uns Sid und Nancy angeguckt und uns damit in Stimmung gebracht. So, und dazu gesoffen. Ja. Alter, und dann auf den Konzerten, ey, auch richtig, ey. Freudig ist das. Also richtig daneben genommen bis zum Gehen nicht mehr, Alter. Auch wirklich das Equipment nicht respektiert. Ne? Da muss man sagen, wir waren ja damals auch große Fans von GGL. Das hat viel reingespielt. Ja, das war unser Film. Das war echt unser Film so ein bisschen. Ne? Möglichst asozial sein, so möglichst räudig. So. Eigentlich war das Ziel, überall nur einmal auftreten zu dürfen, wenn man ehrlich ist. Eigentlich war unser Ziel, überall auftreten zu dürfen. Aber hat er nicht immer geschafft. Hat nicht immer geklappt. Ja, meistens ja. Ausgesprochenes Ziel war es nicht, aber oft genug war das ja wirklich Ziel so. Ne? Mal, ja. Dass wir irgendwo einmal gespielt haben und danach Auftrittsverbot hatten. So, ne? Ja, das war auch echt so Sachen, da schäme ich mich auch teilweise richtig. So zum Beispiel, wenn man sich das 2021 so reinfährt, als wir in Berlin gespielt haben und dann GGL gecovert haben, Alter,
Das muss man sich mal. Und dann haben wir natürlich Backstage Anschiss gekriegt so, und waren völlig entrüstet, Alter, dass die DJ nicht gefeiert haben wie wir. Hast du keinen Humor? Alter, ey, heutzutage, ey, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt, ne? Alter, ich meine, wir waren natürlich auch einfach völlig. Uns war das auch einfach vollkommen egal. Völlig egal. Einfach so. Wir waren einfach. Nee, so die Auswahl der Covers von echt asoziale Teenager, ne? Stimmt, ey. Tja, was wurde denn noch gecovert? Auf dem Tisch damit. Das doch wüsste ich. Ja, da gab halt schon mal ein, zwei Diskussionen. Ja, ja, klar, ne? Ich meine, das ist ja nun kein Geheimnis, dass wir Bremen, dass wir auch so Endstufe und Kahlkopf und so, das waren alles Bands, die aber auch Punks gehört haben damals, und die, das war irgendwie auch noch nicht so hart abgegrenzt so, ne? Das war natürlich war das so Provo für uns auch so hihi, ne? Guck mal, also die erste Endstufe, so, Punker schlagen und so, ja, ne? Das war aber irgendwie auch trotzdem immer noch Subkultur so, ne? Im weiteren Sinne, ne? Das so diese harte Abgrenzung, die kam erst so Jahre später irgendwie so da rein, ne? Und wir, naiv wie wir waren, haben uns da aber auch echt überhaupt nichts gedacht so, und dann auch echt so ein, zwei Mal immer in die Eier gecovert live auf der Bühne und so solche Sachen. Ja, wobei man ja auch das war schon so Sachen, die man. Ja, also an dieser Stelle, wobei man dann ja auch dazu sagen muss, leider hat ja auch irgendwie Smegma dazu beigetragen, dass dann irgendwie die Sharp-Szene selber Sharp immer mehr so ein bisschen retardiert hat, ne? Dass man sagt, ach, das ist auch gar nicht mehr richtig Skinhead ist asozial sein, und dann schreibst du dir doch nicht auf die Jacke, dass du gegen Rassismus bist, und dann, ach naja, komm, immer in die Eier kann man schon hören und so. Also so, ja, man so, also immer irgendwie noch dichter am, ja, klar, am beschissenen, ja, das, Original. Ja, ja, also so, da war sicherlich zu der Zeit war auch so eine komische Spirale, in der wir zeitweise drin waren. Genau, also so, aber überall auch. Ja, ja. Also ja, das hat sich dann auch leider irgendwie ganz schnell durch die gesamte. Das Problem war ja auch, dass Sharp jetzt nicht, das war ja nicht geschützt. So, ne? Und irgendwann hat halt auch jeder langhaarige Antifa plötzlich Schamaufnäher drauf gehabt oder so, oder gehört ja nachher auf die gute Antifa-Kutte wie so, ne? Und ACDC Rückenaufnäher. Ja, und dann gab es natürlich, da gab's die Zeit, wo wir die unsere dann abgemacht haben, so, ne? Weil wir wollten natürlich auch ne? Jetzt nicht als Lushis dastehen in der Skinhead-Szene, so. Und das war halt so eine Phase, wo das echt so war, ne? Das stimmt schon. Aber ja, ey, aber jetzt zu sagen, Smegma ist schuld, das ist auch. Nee, das habe ich. Nein. So viel Einfluss hatten wir. Nein, das ist eine Gesamtentwicklung gewesen. Ja, ja, so, ja. Wie man sagt, oh, auf einmal Skin Tonic ist schon da. Also so wie, es lag halt was in der Luft. Und dann lag halt auch wieder so ein bisschen sowas in der Luft. Irgendwann gab es so ein Backlash, so ein bisschen, ne? Man hatte keinen Bock mehr. Man wollte halt auch ein richtiger Skinhead sein. Und irgendwann war Sharp und richtiger Skinhead sein, hat dann irgendwie nicht mehr so ganz zusammengepasst. Ne? Jahre später zum Glück dann wieder. Dann war es wieder cool und okay. So. Aber so, ja, so Anfang, Mitte der 90er, ja, also so Mitte der 90er, das war schon so eine Phase. Die Idee von Studenten-Skinhead. Ja, genau. Und da haben sich dann auch die ganzen Nazi-Maden wieder so zurückgeschlichen und so. Und dann eigentlich, was man heutzutage so Grauzone nennt, das ist auch schon so in dieser Zeit mit wieder entstanden. Ja, definitiv. Ja. Das ist so. Ja, ja, klar. Aber das ist ja jetzt alles im Prinzip noch später. Ne? Obwohl, ja, nee, so 94. Ja, schon langsam. 94, so zwischen der ersten und zweiten. Man hat da ja schon ein paar Bands auch kennengelernt, von denen man so gesagt hat, naja, so eigentlich so ganz cool schaffe ich die jetzt ja nicht so. Ne? Auch wenn sie jetzt sagen, oh, wir sind ja auch eine unpolitische Band. Hatten wir selber jetzt Differenzen zwischen unpolitisch und unpolitisch gehabt, sozusagen. Ja, ja, wir haben ja auf Festivals mit Bands gespielt, die wir nicht kannten, so, und wo sich dann rausgestellt hat. Ja, aber so, ja, okay. Also heutzutage kannst du ein Internet-Search machen und weißt alles irgendwie, aber
Konnte man damals halt nicht, wenn du einfach nur gehört hast, du kannst mit irgendeiner belgischen Band spielen oder irgendwas. Klar, dann machst du das halt, freust du dich nach Belgien oder irgendwo nach Prag oder sonst was hinfahren zu können. Da weißt du dann halt nicht, mit welcher Band diese Band vielleicht schon irgendwann mal in den letzten 5 Jahren irgendwo da ein Konzert gegeben hat, sozusagen. Das wusste man ja einfach nicht so. Ja, klar. Naja, also 93 haben wir relativ viel gegiggt. Und 94, hilf mir mal, wann? 94 haben wir dann die zweite EP. Ja, die kam ja erst 95 raus, meine ich. Oder nee, 94 kam 94, raus. Genau, die kam 94 raus, genau. Ja, das war eigentlich im Prinzip ähnlich wie bei der ersten, dass wir auch wieder in das alte Studio in unser. Haben wir das auch in Bad Bramstedt beim Musikstudio genau, Matzen eingespielt? Waren wir da auch da. Stimmt. Im Prinzip dasselbe Equipment, auch wieder 4 Lieder eingespielt. In so einem richtigen viel Mehrspur-Studio waren wir erst für die LP. Ne? Tatsächlich. Ja. Aber wurde das nicht gemischt, irgendwie so in so einem anderen, so ein bisschen bei Bramstedt, wenn man rausfährt? Es gab zwei Orte, wo wir das gemacht haben. Es war nicht Matzen, es war ein oder vielleicht haben wir noch was anderes auch. Die zweite Single, das war Matzen. Und dann hatten wir 2 Lieder nochmal gemacht für so ähnliche Stempler. Okay, ja, stimmt. Und da waren wir bei dem Langhaarigen, den Tonmacher da von Matzen, waren wir bei dem zu Hause, Studio. Wo er uns ja die Kiste oder 2 Kisten Bier hingestellt hat und wir uns da schön eingegeben haben und gesoffen hatten. Und danach, ach ja, wir wollten ja noch 2 Lieder einspielen, was dann auch nicht so ganz geklappt hat. Nee, das war bei dem zu Hause, im Kellerstudio. So, und bei der zweiten EP, da kam dann ja Michis SM-Fetisch so ein bisschen, hat er ja so ein bisschen rausgekehrt. Mit dieser geknebelten Frau. Ach, diese schwarze Leder. So, ne? Schwarzes Leder, dieses Lied. Also. Stali und ich, wir beide waren ja immer eher so ein bisschen so. No sex, please, I'm British. So mäßig. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Sagen wir mal, wir waren ein bisschen verklemmt. So, ne? Lars war ja ein paar Jahre jünger, dem war das wahrscheinlich alles vollkommen egal, ne? Oder? Nö, ach egal, wir haben das nicht, aber es war einfach nicht meins, wo ich dachte. Naja, das ist einfach so, eher okay. So, ja. Ich meine, wir sprechen auch über eine kurze Zeit, ne? Also wir sprechen über so ein paar Jahre, wo dieses Teenager-Zeug, ich denke auch so, ey, kann man jetzt irgendwie, also ich will das überhaupt nicht robotisieren oder man hat dann von nichts gewusst oder sowas, das war schon irgendwie so, okay, ja, whatever. So, ne? Ja, ich meine, dass das ist ja auch nichts Schlimmes in dem Sinne jetzt irgendwo. Also, ja, eben, ne? Und das passte ja auch so in unser Ficken-Oi-Ding, so, ne? Irgendwie so von Sexismus konnten wir uns ja nun wahrhaftig nicht freisprechen in den Texten und so weiter. Deswegen passte das schon so in das Gesamtding irgendwie, ne? Und Smacker Boot Boys war da drauf und was war noch drauf? Oh, Freitag der 13. war noch drauf. Oh, ja, genau, wir hatten noch eine Jungs- und eine Mädchenseite gehabt. Die Jungsseite war mit Gewalt und Freitag der 13. Und die Mädchenseite war dann, glaube ich, Disco Queen und ja, Schwarzes Leder. Schwarzes Leder. Genau. Oh Mann. Ja, stimmt. Und die hat sich genauso gut verkauft, die hat ne? sich auch genauso gut verkauft. Die sogar noch mehr, weil sie ja dann auch als CD schon gab. Ah, okay, da fing die CD-Releases an. Da fing die CD-Zeit schon an. Da gab es nochmal 666 Stück auf CD sozusagen. 666? Mhm, und dann 1000 Stück auf Platte, glaube ich, so, oder 1500 auf Platte. Ja, und dann CD mit Bonustracks, ne? Genau, da haben wir noch 2 Bonustracks. Da haben wir schon gleich die Zeit, den Wink der neuen Zeit erkannt und gesagt, bei CDs haben wir immer 2 Bonustracks drauf, dann werden die auch nochmal gekauft. Und dann kurz danach kam ja die Tour mit den Anti-Heroes. Genau, ne? Genau. Das war ja, das hat ja auch Manni Schleicher für uns klar gemacht. Der hat auch den Road Manager da gemacht. Ne? War die Tour die 94 auch? Ja, ne? Muss ja. Ja, Januar 94. Ach, 94. Ja, nee. Aber war nicht auf der CD eine Live-Aufnahme drauf von den Care-Konzerten in Hamburg? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, also die Disco Queen kam nach der Tour raus. Also kam nach der Tour? Also die Tour haben wir nur mit der ersten Single gemacht. Ah, okay. Wir haben zwar schon Disco Queen und sowas gespielt, aber die Platte selber kam noch nicht raus. Ach so, wir haben Anti-Hero Supported noch mit der ersten Single. Mit der ersten EP im Gepäck. Die Tour war Anfang 94 und die Platte kam dann irgendwann im Mai oder irgendwann im Sommer halt raus. Hm?
Was ja auch total geil ist, mit, also Anti-Heroes. Das war der Hammer. Wie ist das nochmal im Einzelnen so zustande gekommen? Ja, wie gesagt, Manni Schleicher hat ihn nach Deutschland geholt und der hat uns auch da rumkutschiert. Ja. Der hatte so einen ganz abgefuckten, großen, blauen Sprinter oder irgendwas. Ne, Sprinter gab es da noch nicht, aber irgend so ein Transit. Ja, irgend so ein Scheiß. Auch völlig unausgebaut. Also die Anti-Heroes, die saßen auf dem nackten Boden hinten drin. So. Und da sind wir durch Belgien und ganz Deutschland mit geschoppert. Ne? Teilweise ein paar Gigs konnte Kadde nicht, weil der irgendwie, das hatte glaube ich mit seiner Maurerausbildung zu tun. Ne? Ja, irgendwas. Irgendwelche Prüfungen oder irgendein Scheiß. Ne? Mhm. Oder irgendwas. Und dann musste ich was spielen. Völlig vollmundig gesagt, so, ja klar, kann ich, kein Problem, muss ich auch nicht üben und so. Und dann stand ich auf der Bühne und habe immer nur so getan, als ob ich gespielt habe. Weil ich weil ich das überhaupt nicht geübt hatte. So schön vicious-mäßig, nur so tun, als ob. Ja, ja. Total. Nur, dass leider hinter der Bühne keiner für mich gespielt hat. Okay, das ist der Unterschied. Boah, gab da keinen Bass, ne? Die Tour mit den Anti-Heroes, da war ja der Tour-Gitarrist von denen, Mark McGee, der ist übrigens immer noch aktiv. Der hat immer noch eine Band. Der lebt in den USA und hat da irgendwie immer noch eine Band. War der nicht auch bei Content 84? Wollte ich gerade sagen. Ja. Das war ja ein Brite und der hat eine Zeit lang bei Condemned 84 Gitarre gespielt und war da auch auf irgendeinem Live-Album. Also jetzt nicht keine Studio-Alben. Live und laut. Und genau, auf diesem Live-Album hat er mitgespielt. So was. Ja. Kontaktschuld. Hast du nur zwei Bier mitgebracht? Wie unhöflich. Kurze Werbeunterbrechung. Ja, man muss aber auch sagen, solche Diskussionen über solche Bands und welche, wer mal wie wo was gemacht hat, das gab es ja auch damals schon. Ne? Also es war nicht so, dass man irgendwie jetzt so später dann irgendwie so, okay, da musst du nochmal drüber reden. Das war ja damals auch schon, glaube ich, ne? Aber es ist jetzt natürlich einfacher. So jetzt ist das einfacher. Ja, das gab es auch damals schon, wo man auch dachte so, ne? Klar, ich meine auch im Dorf, wo wir auch gesprochen haben, ne? Der Dorfverschon bei Bramstedt war irgendwie, ne, der Bruder von dem Punker, so, ne? Also von Eddie und, also weißt du, und Schule und man, also klar, auf dem Gymnasium oder auf der Realschule kannte man keine Faschos so. Man kannte aber Leute, die Brüder und sonst was hatten. Das war schon eine andere Verstrickung und sowas. Und wie gesagt, wie man auch überhaupt an Platten und sowas gekommen ist und an solche Informationen, das ist halt, klar kann man sich überhaupt nicht von freisprechen und sagen, so, ey, wir haben von nichts gewusst, so. Aber es ist schon absurd, quasi, dass das irgendwie natürlich auch irgendwie immer einem auch noch hinten drin hängt. So, ne? Sei es auch strange Cover-Version oder ihr habt ja damals das gemacht oder auf dem Cover war das und so weiter und so fort. Das ist schon, wenn man sich das so, sag ich mal, retrospektiv betrachtet, denkt man auch so, ey, hätte man anders machen können. So, ne? Aber ja. Das ist ja halt auf jeden Fall, ist halt so, wie es ist auf jeden Fall. Ne? Also, ja, ja. Also ich meine. Und wir waren uns ja auch keiner schon bewusst. So, ne? Und wir haben auch, wir haben auch immer klar Kante gezeigt, so, wenn das drauf ankam. So, ne? Das würde ich schon sagen, irgendwie. Ja. Also meistens. Ja, kann ich eigentlich auch nicht leben, muss ich auch sagen. Nee, total. Also naja, also selbst AAK hat Working Class gecovert, ne, von Endstufe. Das ist ihnen, glaube ich, nie nachgetragen worden. Also, ja. Das ist auch eine andere Band, ne? Ganz klar. Eine, eine Punkband darf das natürlich eher als eine Oi-Band. Ne? Und die hatten ja auch linke Texte, also durch die Bank, ne? Ja, eben. Also. Deswegen, wir haben uns da mit ja immer rausgeredet, ja, aber AAK hat auch Endstufe gecovert. Aber natürlich, eine linke Punkband, die covert Endstufe, ist natürlich ein ganz anderer Schnack als eine Assi-Oi-Band, die eh immer am Struggeln ist, dass sozusagen die auf der richtigen Seite bleiben so, und dass die das dann covern. So, ne? Aber das haben wir nicht geschnallt, ey, und das haben wir auch nicht gesehen. So. Ja, also, ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, es gibt da irgendwie eine ganz kleine, kritischere Oi-Szene,
da kannst du ja von vielen der alten Kombos, da kannst du eigentlich gar nichts mehr hören. Und das waren Bands, die da ganz normal in diesem, ja, das passt schon irgendwie in diesem, in die, ja, die gehören aber immer noch so zum Eu dazu. Und dazu würde ich sagen, hat zu der Zeit sogar noch Condemned 84 gezählt. Also ich meine, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du jetzt hier anguckst, ne, also ich gucke im YouTube, ich gucke ja immer mal auch so nach solchen Kombos. Und klar, also wer unterm Hammerskin Banner spielt, da keine Fragen offen. So, ne? Also das ist so. Ja, das gibt ja mehrere Reinkarnationen von klassischen Oi-Bands, die heutzutage na, Condemned, ey, Scheiße machen. Immer was gemacht. Das sind ja keine Reinkarnationen. Ja, die waren ja. Die nee, waren aber ich meine jetzt so Foreskins und so, ne? Die spielen jetzt ja in irgendeiner Neubesetzung wieder und die spielen auch Grauzone, die Grauzonenkonzerte. So. Ja, klar. Nur im Prinzip. Ja, ja. Ja, schwierig, ne? Das war natürlich immer so ein Rumgeeiere, so ein bisschen irgendwie, ne? Man war natürlich immer so ein bisschen zwischen den Fronten. Aber das war uns nicht so bewusst. Ja, vor allem, weil für uns ja auch klar war, für uns war ja klar, wo wir stehen. Ja, genau. Und deswegen. Genau, und deswegen war das für uns ein Gag und wir sind genau. Davon ausgegangen, dass das für alle ein Gag ist. Genau, so. Und ja, das war natürlich ein bisschen naiv sozusagen, weil wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass alle uns kennen, unsere Art von Humor kennen, irgendwie unseren schwarzen Humor oder was auch immer. Klar, wenn wir das im Jutz Kaki machen oder irgendwie in Hamburg, irgendwie da gibt's mal einen bösen Grinser, so nach Motto, du Schelm. Klar, aber wenn du dann mit auf Wattenscheid fährst, wo du keinen Mensch kennst und dann irgendwie Endstufe coverst, darf man sich nicht wundern, wenn es da auf den Stegerei oder Randale gibt irgendwie. Das war natürlich wirklich naiv irgendwie von uns. Klar, wenn wir das irgendwo auf dem Privatgeburtstag gemacht hätten, hätte kein Schwein irgendwas gesagt, letztendlich, wenn man ehrlich ist, so, ne, aber. Ja, Lars, ich hatte dir noch letztens so einen Link geschickt von so einem Smegma-Konzert irgendwo. In Fern. Nee. Ach nicht, das war nee. Das Büro. Nee, auch nicht. Doch, ja, sowas hattest du mir mal geschickt. Ja. Und da ist mir erst wieder eingefallen, dass wir ja auch unsere größten und assigsten Leute, mit denen wir rumhängen, die haben wir dann ja auch immer regelmäßig als Security mitgenommen. Ja. einfach nur um irgendwie rumzuprollen. Stromberg, 1995. Ja, was war, genau, immer. Man kann es immer leicht auf die Leute schieben, die Assis, die man mitgenommen hat. Ja, wir haben uns vorbildlich benommen, sind um 8 ins Bett gegangen. Nein, aber ich meine, so Big Ben als ein Security-Shirt da anzuziehen und den vor die Bühne zu stellen. Natürlich wussten wir, dass das nicht gut geht. Ja. So, ne? Aber irgendwie. Wollte es ja auch nicht. Irgendwie, genau. Ja, genau. Ja, ich meine, ey, Alter, wir müssen uns eigentlich wirklich beim Dutzend kleineren Läden in irgendwelchen Provinzdörfern echt entschuldigen. Ja, aber das Ding ist, weißt du, muss man das? Backstage wie die letzten Assis benommen, Alter. Das war der Grund, warum man eine Skinhead-Band gründen wollte damals halt irgendwie. Irgendwo ja auch. Ja, so als 18, 19-Jähriger. Das ist nun mal einfach so irgendwie. Ja, eben. Ja, ich entschuldige mich bei niemandem. Ja, okay, doch mal. Nee, aber ich sehe das alles gar nicht so dramatisch. Nee, aber das war auch irgendwie Teil vom Game für uns. Ja, ne? Eben, das ist einfach dieses Marketing-Konzept. Nee, aber, das war wie bei Fußballfans gilt ja, auswärts ist man asozial. Eben, genau. So. Und für uns, wir kamen auch vom Fußballstadion und für uns war das immer, jeder Gig war eine Auswärtsfahrt. Und da man sowieso damit gerechnet hat, immer nur einmal irgendwo auftreten zu dürfen, war sowieso egal. Also, dann soll es sich zumindest auch lohnen. Ja. Naja, vor allen Dingen irgendwie. Aber wie asozial und undankbar, ne? den Leben gegenüber. Ja, aber du repräsentierst dann da auch irgendwie deine Gang einfach so. Ne? Das ist dann ja nicht nur die Band, das sind daneben auch die Kollegen, die da mitfahren. Ja. Und dann, der hat doof geguckt und dann taff. Ja, logisch. So, das ist ja klar. Das Stress ohne Grund. Ja.
Oder die ganzen Gigs, wo Lars nackt auf der Bühne stand und so, oder einfach nur aus Scheiß. Einfach nur aus Scheiß. Sie haben sich Scheiß um das Equipment geschert. So. We love to entertain you. Ne? Wenn man echt denkt, so, man, die erste Gitarre, die mein Papa mir geschenkt hat, die habe ich in Nürnberg, wie hieß der Laden? Komm. Mhm. Meine erste Yamaha E-Gitarre, die er mir gekauft hat, ne, weil ich nicht zum Konfirmanden umgerechnet habe, die habe ich dort einfach vergessen, weil ich einfach zu voll war. So, weil es dann echt so, die Gitarre ist einfach weg, so, weißt du, wo ich denke, so, oh ja, aber ey, ist halt angebaut, ist eine Geschichte wert, so, ne? So. So, legendär. Ja, haben wir sogar eine Suchanzeige noch aufgegeben in diversen Fanscenes danach, irgendwie, ob jemand eine rote Gitarre zufällig gefunden hat. Keine Antwort. Aber kam keine Antwort, ich weiß auch nicht. Sie dachten, ah, geil, Smack ist tot. Ja, aber so, naja, klar, wir waren natürlich immer mit der Gang unterwegs, wenn wir irgendwo gespielt haben. Aber vielleicht kann er noch mal so ein bisschen auf die Band an sich kurz zurückkommen, wo man, da hat sich auch einiges entwickelt und so, ne, und wie soll ich sagen, da gab es natürlich dann auch, wie in jeder Band, Spannung und so weiter, ne? Aber man muss sagen, für die Band haben irgendwie im Endeffekt aber immer auch alle zurückgesteckt. So, ne? Auf jeden Fall. Und immer gesagt so, okay, ey, für die Band wird das jetzt durchgezogen oder lassen wir das links liegen oder ne, so da Schwamm drüber und so. Ne? Spannung gab es viele irgendwie, aber irgendwie hat das... Die es ja auch in jeder Band gibt, natürlich. Funktioniert, hat die Band auf jeden Fall eine ganze Zeit. Ne? Ja. Dafür, ne, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass wir uns anfangs teilweise ja überhaupt nicht kannten, so, ne, und wirklich im Proberaum uns kennengelernt haben. Ne, Lars, ich kannte dich vom Sehen höchstens vorher. Kalle nicht, Michi nicht, ich kannte nur Stali. Der hat mich da reingeholt. So. Wir kannten uns aber auch schon auf Gymnasium, meine ich. Na, irgendwie, wir kannten uns ja auch. Ja, wir kannten uns vom... Oder einfach nur vom, also dich Schulhof, auf jeden Fall, ja? Ja, auch durch die Antifa, ja, natürlich auch. Und ja, aber Lars war eigentlich immer auch immer so auf dem Level wie Henno, so immer die zwei Jahre jünger, aber ja, immer ich so. Hatte mit Lars, also ich kann mich an Lars auch erinnern. Hatte mit dem kann, mit dir keine Berührung. Hat mir erst auf innerer A-Schule her später merkt. Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, auch na klar, dann habe ich ja noch in die Schule gewechselt, aber auch bin ja früher viel Skateboard auch einfach gefahren. Ja, ja. Und irgendwann war es halt so, ich glaube, dann war auch so, dass die Dörfer irgendwie, dass es einen Austausch zwischen den Dörfern eher gab. Und dann war man mal da auf einer Party und da, ja, und genau, so. Dann, genau. Und so hat man sich dann kennengelernt, glaube ich, so, ne? Ja, genau, ja, das stimmt. Ich meine, muss auch, wie gesagt, sagen, ich erinnere noch zum Beispiel auch in Kaltenkirchen, so, ne, also Suits Kaltenkirchen für mich, da habe ich früher Aufkleber halt gedruckt, ne, Hakenkreuz in Mülleimer schmeißen und so. Das war auch so eine Anlaufstelle immer, wo man auch immer hingegangen, ja, ist. Ja, Siebdruck selber, genau, machen. Alter, wir haben ja T-Shirts gemacht. Die Blaggers T-Shirts. T-Shirts und hier, Beutel, Jutebeutel haben wir mit Blaggers, der Blaggers-Typ, der das Kaltenkreuz zerschlägt und so. Also das sind halt auch so Sachen, wo ich glaube, das waren immer diese Anlaufpunkte, wo man dann halt rumgehangen hat. Und bei Bramsche war es die Kirchenmauer, so, weißt du? Mhm. Ja, klar. Die AKN immer hin und her von oder, genau, auch mit dem Fahrrad so, das ist halt schon so, dass, oder ich meine, in Kaltenkirchen, wo ich immer denke, so, da habe ich zwar nicht richtig rumgehangen, aber das war auch mal so anders, ne, der Marktplatz zum Beispiel, da haben wir die Rocker rumgehangen, so, aber so, auch, ich hatte da damals auch keinen Führerschein, ne, dass man auch immer dann mit irgendwelchen Leuten immer irgendwo hingefahren ist und auch mal auf den Konzerten, so, ich meine, wie ich auch gerade gesagt habe, ne, so Spannung, dies, das, auch für mich als, ne, Elternhaus, meine Mutter und mein Stiefvater waren auch mal so, Alter, was ist das für eine Scheiße, sie wollten mir auch immer, als, ne, auf Tour fahren, ich meine, wie alt war ich da, 15, 16, so, Alter, was willst du jetzt auf eine scheiß Tour mit der Skinhead-Band fahren, so, ist so bescheuert, so, ne, muss ich halt immer jeden Abend noch anrufen, wo ich bin und so Zeug, ne, also, für die ist es ja auch noch irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie fucking in den Medien überall, Skinheads haben Anschläge gemacht und da, weißt du, es war so, und die haben natürlich auch Angst um ihre Kinder, was sag ich mal so gehabt, es war noch ein Dorf, weißt du bist immer total auf dem Präsentierteller und die Nachbarn reden, bla bla bla. Und das auch erstmal alles zu erklären, meine Mutter Lehrerin und so, die war es auch übrigens auf dem ersten Konzert, auf dem Konzert mit den Punkten und Smegma. Also, ne, wo ich auch denke, so, das muss, ey, es ist halt auch, ne, wir waren Teenager, so rebellieren viel und viel, auch viel gesoffen dann und Scheiße gebaut. Ja, ey, ohne Ende, so ohne Scheiß, Ende. So. Weil ich, wo ich denke, auch so, ich meine, man hat auch natürlich hat gesoffen, die Leute auch geärgert, Alter. Weißt du, ich meine, das ist auch einfach so, das muss auch irgendwie auf den Arten so. Und das haben auch die Alten, sag ich mal, haben das auch ausgehalten. So, also wie wir das heutzutage auch aushalten müssen. Dass, ne, die, ja, guck doch, jetzt, ich sehe das auch an meinem Sohn, der ist 17. Denke ich, Alter! Aber mein Gott, so war ich halt früher auch. Ja, also. Total, total. Scheiß drauf. Wo wir gerade bei Eltern sind, ey, ich habe ja meinen Eltern nie was erzählt von der Band. Die wussten, also irgendwie haben die das natürlich irgendwann auch mitgekriegt und so. Nie was erzählt.
Und dann, mein Vater hat dann irgendwann mal bei mir im Zimmer einen Mailorder gefunden. Und dann hat er sich schön die zweite Smegma EP bestellt. ohne dass ich das wusste. Und dann komme ich irgendwann nach Hause und dann erzählt mir, und dann singt er mir, die peinlichste Stelle von irgendeinem peinlichen Song vor, Alter. Und ich so, ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Aber meine Mutter hat auch noch die CD ganz toll bei sich im CD-Schrank stehen irgendwie. Echt? Was sie haben, hat sie auch aufbewahrt, ja. Oh, ja, ach ey, ja klar, ne? Ich meine, viel Scheiße gebaut, ey, das haben wir ja nun zu Genüge jetzt durchgekaut, so, ne? Aber irgendwie war es natürlich auch Punk, so, ne? Das war ein Ankerpunkt auch, weißt du, Sonntag proben, so, total, weißt du, man geht zur Schule, ich glaube, du hast eine Ausbildung auch gemacht in Münster, alle hatten auch irgendwie so, Michi hat gearbeitet, ich weiß nicht, was ich habe Zivi dann zu der Zeit gemacht. Ich so ein geregeltes Leben hatte mit Freunden und Arbeit und so, und das war natürlich dann sehr, ja, ganz Zivi gemacht, dann habt ihr bei Bramstedt, habt ihr zusammen gewohnt eigentlich irgendwie, oder du hast im Zivi-Heim dann irgendwie bei Bramstedt gewohnt. Ja, genau. Und also auch ein bisschen, weißt du, die Dörfer gewechselt, so, und man hat älter geworden, auf Partys gegangen. Ja, und so. Genau. Sag ich mal, also ne, wenn ich heute daran denke, Alter, also was für ein Luxus das war, dass so viele verschiedene Leute eigentlich auf dem Dorf auch wirklich was gerissen haben, muss man auch sagen, dass so Partys gemacht haben, wo man sich voll saufen konnte, wo wir irgendwie scheiß Bands gespielt haben, so, weißt du. So DIY, was worauf die Städter sich damals so viel eingebildet haben, das war ein Muss auf dem Dorf. Ja. Das ging gar nicht anders. Du musstest den verfickten Heuhänger auf das verfickte Stoppelfeld schieben, so, und das war. Das wurde auch gemacht jedes Jahr. Das ist schon, ey, ich meine, das ist echt ein Luxus, ne? Also, das haben Leute vorbereitet vor uns, wir haben das auch, ne, wir sind da irgendwie reingekommen, sind damit reingewachsen, so, das ist schon geil, dass man sowas, also wie gesagt, so eine Struktur auch hat auf dem Dorf, man kannte so viele Leute, Wahnsinn, und natürlich, klar, irgendwann, ich meine, ich bin jetzt 44, so, irgendwann war es, ne, man hat sich weiterentwickelt und so, sieht das dann auch retrospektiv mal vielleicht teilweise anders, aber das ist schon ein Luxusproblem gewesen, also, total cool, ne, also was wir alles gemacht haben, ja, verschiedenste Leute, so, ne, echt mega. Ja gut, ich rede natürlich jetzt auf, meinte jetzt auch so ein bisschen die Zeit, als wir als Band schon etabliert waren und durchs ganze Land gefahren sind und so, ne? Und da teilweise eine Schneise der Zerstörung irgendwie hinter uns hergezogen haben, so irgendwie. Aber gut, ey, ich meine, was soll man sich jetzt entschuldigen, ne? Das ist wie es ist. Und wir haben ja auch irgendwie unsere Legacy hinterlassen, so, ne? Smegma ist immer noch ein Name. Hätte ich es auch niemals gedacht, dass man noch 30 Jahre später darüber ja, sprechen muss. Also vor allen Dingen, jeder hat ja von Anfang an und immer eigentlich permanent auf die Band abgehatet. Also jetzt so auch auf dem Freundeskreis, also jetzt auch aus mich, jetzt aus dem Dorffreundeskreis, weil da ja auch die musikalischen Interessen einfach anders waren, aber jetzt so auch gerade bei den Skinheads, so eine Scheiße, aber jeder kannte jeden Song, alle hatten die Platten gekauft. Die Modern Talking, das Eulen. Finden sie scheiße, aber jeder hat die Platte. Jeder irgendwie findet es auch irgendwie gut. Und ich meine, jetzt gerade, also gerade in Hamburg, ich glaube, die Hamburger waren auch einfach die Hamburger Glatzen, die es ja auch gab, die wir ja da auch kennengelernt haben, da eben halt die so, oh was, die haben dann gestickten Aufnäher, Skinhead gegen Rassismus, wo ein Hakenkreuz zerschlagen wird, oh, die sind ja schon richtig weit irgendwie. Aber die haben es nicht auf die Reihe gekriegt, irgendwie eine Oi-Band aus dem Boden zu stampfen. Und so, dann kam halt die Trottel aus der Vorstadt. Und also das war wahrscheinlich auch so einfach so ein bisschen Neid irgendwie. Ne? Aber wir haben auch nie richtigen Support aus Hamburg gekriegt. Nee, gar nicht. Die haben immer so getan. Das war aber auch größtenteils so eine Reggae- und Soul-Crowd. Ja, okay, es war mehr so 69er Skinner. Aber es gab immer schon andere Oilbands. Skinner Kai. Ja. In Hamburg wieder mehr gefeiert worden. Also, für die waren wir natürlich auch so ein bisschen die Vorstadt. Ja, die kennen uns ja auch. Dorftrottel. Ja, eben, ja, genau. So, ne? Das hat er bestimmt mit. Das hat er bestimmt mit. Band haben. Ja, und die sagen, oh, toll, vor 2 Jahren habe ich denen noch irgendwie den ersten Aufnäher verkauft. Und jetzt erzählen die uns, wie wir hier, ne? Ja, wer noch? Ne? Ja, das hätten wir auch gekonnt, ja. Hätten wir.
Alter, ich muss echt sagen, das bringt richtig Laune immer wieder. Ich meine, in der Konstellation waren wir seit 20 Jahren nicht mehr, 15 Jahren nicht mehr zusammen. Vor allem letzten Konzert in Kleinkirchen, würde ich mal sagen. Da waren wir zusammen mit vier. Na gut, ja, stimmt. Das war auch schon 10 Jahre, ja. Bin ich mehr. Aber mal wieder so die Anfangszeiten Revue passieren zu lassen, das ist schon geil. Ja, da so viele Sachen, die man einfach verdrängt hatte und die dann einem wieder einschießen plötzlich so, ey. Ah, da wird bestimmt noch mehr kommen, so nach diesem Gespräch. Dann ist es ja, ja, ja. Ja, definitiv. Ja, aber ich glaube, so in der Zeitachse müssen wir gar nicht so viel weitergehen. Ne? Da sind wir jetzt so nach der Tour mit den Anti-Heroes. Das ist, glaube ich, so, dass das schließt diese Early Years. Ja, da kam eben halt auch die zweite Single letztendlich nur halt ein halbes Jahr später. Stimmt. Aber da haben wir letztendlich ja auch danach nur vereinzelt Konzerte, also diese Wochenend. Haben wir dann nicht mehr so oft gespielt? Ne? Doch, schon. Ging das so jobmäßig nicht mehr so oft? Genau, also letztendlich war es dann wirklich so, dass wir dann einfach jedes zweite Wochenende irgendwo hingefahren sind und dann auch schon mal teilweise auch geguckt haben, dass wir am Freitag da sind und am Samstag schon mal da sind. Da hat man schon mal angefangen, ein bisschen zu organisieren, weil man eben gar nicht mehr so viel Zeit hatte, dass man dann eigentlich jedes Wochenende irgendwo hin. Als Zivi musste ich auch jedes zweite Wochenende arbeiten. Genau, das wäre ja, also sag mal, wart ihr nicht sogar im selben Lehrbetrieb, ihr beiden? Nee, Nordalarm. Ja. Nee, ich war bei der Bundesbahn in Neumünster. Genau, ich habe mich da auch beworben in Neumünster, weil du da gearbeitet hast schon, aber ich bin da nicht angenommen worden bei der Deutschen Bundesbahn und habe dann bei Nordalarm in Hamburg quasi, Martini habe ich da quasi, der war ein Lehrjahr über mir, genau. Genau, Ausbildung so, dies, das. Nee, aber da haben wir eigentlich auch immer noch genauso viel Konzerte gespielt, so, ne? Also 94, 95, das war eigentlich so diese. Ja. Eigentlich so die Zeit, wo wir gerade viel Konzerte gespielt haben, wo wir dann auch in der Zeit viele neue Lieder entwickelt haben und auch letztendlich so eine aber in der Routine erarbeitet haben, genau. Dass es wirklich auch geklappt hat, wo man selber sagte, Alter, das klappt ja auf einmal, also von wegen, wir können auf einmal einen Takt halten. Der Song ist Intro, der Song ist Outro, ja, so. Wir wissen noch unseren Text irgendwie, ich weiß mal, wann mein Gitarrensolo kommt, das war noch vor 2 Jahren undenkbar gewesen und auf einmal hat man selber so gemerkt, so, ich kann ein ganzes Konzert durchspielen, ohne dass man sich verspielt. Und ich fall auch nicht mehr jedes Mal von der Bühne hau mir den Kopf blutig. So an, irgendwie. Das war dann, wo man so auch so gedacht hat, 95, ja Mensch, da kann man ja sogar noch mal vielleicht eine Schippe drauflegen, so ungefähr. Ne? Ja. Aber das war schon so die Zeit, wo du dann aber auch privat eigentlich nur noch Hardcore gehört hast. Da fängst du dann auch mit Marker X-Syndrom nachher auf. Mit einer Band aufgemacht, Marker X-Syndrom. War das 94 oder? Ja, ich glaube 94 bis 96 gab es hier dann. Um den Namen gab es ja glaube ich auch einen kleinen Skandal, ne? Genau, Marker X-Syndrom ist auch nicht der, ist ja quasi eine Krankheit, glaube ich, so, ne? Die man einfach so für sowas rausbuhlt, waren es auch nicht so richtig bewusst. Ja, das ist so eine Chromosomenstörung. Genau. Ne? Ja, und ja, das merkt man auch eh. Ne? Der Name an sich. Also, ne, ja. Also, ich glaube auch, ne, je älter man dann geworden ist, desto mehr hat man. Also, ich habe dann irgendwann auch so anders reflektiert, glaube ich, und mir war das dann auch irgendwann so. Ja, keine Ahnung, hat mich einfach genervt, glaube ich, auch so. Und das habe ich auch euch auch spüren lassen, glaube ich, so. Ja, dir war das echt dann auch früh irgendwie, das weiß ich auch noch so, dir war das echt so ein bisschen zu blöd. Und dann dachte ich so, was ist da denn los? So, ne, das kann doch jetzt ist auch. Ja, vorher war noch nackt auf der Bühne und hat den Monitor gepisst. Nein, das, ja, also aber jetzt nicht so, um das Gegenüber zu stellen. Ja, so, was willst du denn? Ist doch geil. Wieso hörst du auf damit? Was ist, bist du wahnsinnig? Oder wie? Ja, das Ding ist halt, was wir waren irgendwie zwischen 16 und 19. Irgendwie. Ja, jedes Teil des Jahres. Ja, gut, Lars, Jahr ist eine Epoche. Du bist natürlich auch 3-4 Jahre jünger als wir. Eben. Wir waren sozusagen schon, wir waren schon fertig und du raus aus der Pubertät und du, genau, du warst dann noch in der Entwicklung sozusagen, in der Findungsphase sozusagen. Ja, genau. Das, ja, genau, ne? Also du hast dann die LP noch mit uns eingespielt und dann bist du ausgestiegen 95, aber da kommen wir dann schon aus den Early Years ja langsam raus, so, ne? Nur um das hier erstmal erwähnt zu haben. Ne, dann haben wir mit Hanno ja weitergemacht an der Gitarre. Und aber das ist dann auf jeden Fall nochmal für einen anderen Abend. So wie für Next Level Shit. Next Level Shit.
Ja, aber ich meine, es ist ja echt eine kurze Zeitspanne auch, ne? Wie von wir sprechen ja von 3 Jahren, so, ne? Also aber so bewegend, ja. Trotzdem so gewesen. Ja. Sommer 92. Drei Jahre. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja immer so, ne? Wenn du dir jetzt auch diese frühe Eu-Phase anguckst und wenn die richtigen, also aus England, und wenn die richtigen Eu-Opas darüber reden, die sagen, ja, 3 Jahre und dann war das Ding schon wieder irgendwie gegessen, so, ne? Das ist auch irgendwie, das scheint auch, also es ist. Man ist ja so, als wir angefangen haben, 92, da war die große Eu-Zeit, von der wir reden, war ja gerade mal 10 Jahre her. Genau. Weißt du, und jetzt, haben wir 94 unsere Band, oder 93 Band gegründet, 10 Jahre später haben wir ein Revival gemacht. Das war ja im Prinzip schon genauso lange her, wie praktisch damals, als alles anfing in England. Und jetzt wiederum ist schon wieder 20 Jahre her. Und das ist ja krass eigentlich so, überhaupt keine Zeit gewesen. Nee, wenn jetzt die ganzen Alten aus den 80ern so, für die wird das dann auch nur so kurz gewesen. Ja, so, wieso war doch gar keine Pause? So, von Business oder irgendwas, wo wir schon gesagt haben, Alter, die ganzen alten Säcke und so. Das war für die gerade mal 8 Jahre Pause, genauso wie wir das auch gemacht haben, irgendwie halt so, ne? Ja, eben, ne? Und wenn sich jetzt neue Bands formen in der Szene, dann sind das in den allermeisten Fällen alte Hasen, ne? Die schon genau wissen, was sie wollen und so weiter. Und das sind keine 16-Jährigen, deren Geschmack sich noch entwickelt. So, ne? Unser Sound hat sich auch verändert, wenn du so willst. Also, total. Wir sind ja auch immer hardcoreiger und immer metallischer geworden. Die erste Single an. Wir wollen nicht übertreiben. Nö, aber ich denke mal, von der ersten Single bis zur Split-EP mit Leukämie zum Beispiel. Ja, aber auf der LP sind wir so sagen, ja, warum, das war ja auch. Das war sogar schon Metal. Für unsere Verhältnisse war das ja richtig heavy. Das war ja auch dann schon ein halbes Jahr, so ein Jahr Schlagzeugunterricht genommen. Aber das ist ein Song. Eine hat Gitarreunterricht genommen, irgendwie. Ich habe, wie gesagt, eineinhalb Jahre Schlagzeugunterricht genommen. Das ist natürlich da auch irgendwann mit eingeflossen, sozusagen, dass man natürlich mehr machen konnte als. Aber ich meine nur die Fliehkräfte, wenn 18-Jährige und 16-Jährige sich treffen und was starten, so die Fliehkräfte nach 1, 2, 3 Jahren sind natürlich ganz anders als wenn jetzt mit 45, wenn jetzt alte Daddys eine Band gründen, die wissen alle ganz genau, was sie wollen. Ja. Und dann ändert sich da auch nichts mehr am Geschmack und am Stil. So, ne? Und das bei uns war das ja überhaupt nicht so. Ne? Und ich meine, wir haben ja auch dazugelernt. Musik, also an den Instrumenten so, ne? Und das wollte man natürlich dann auch irgendwie weiterverfolgen und weiterentwickeln. So, ne? Also die LP ist ja auch einfach ziemlich geil. Da sind auch echt Hammer-Songs drauf. Auch schöne Melodien auch drauf. Also richtig schön gute Lieder. Auf jeden Fall. Vielleicht auch sogar mal gekauft. Und da war ja immer noch so, da war ja dann auch immer noch so das Bashing bei diesen, ne, bei halt allen Leuten irgendwie, Freundeskreis und auch nicht Freundeskreis, bei den ganzen jo, Smack man, dann meint die so, ja, Macker, du hängst da irgendwie noch mit den Singles und kommst dann mit irgendwelchen Argumenten über die Singles. Also entweder hast du die Platte nicht gehört oder du bist einfach nur so ein Nöler, so ein Defetist. Ich meine, hör dir doch mal die Scheibe an, die ist doch total geil geworden. So, und das hat auch gar nichts mehr mit den Singles zu tun, eigentlich musikalisch. So. Also ich finde, für unsere Verhältnisse war das ein Quantensprung. Also für Smegma-Verhältnisse war das ein Quantensprung, die LP, musikalisch gesehen. Absolut. Auch wenn das jetzt natürlich ein Vollblutmusiker nicht vielleicht nachvollziehen kann, aber für uns, wo wir mehr oder weniger ausgelost haben am Anfang, wer welches Instrument spielt, war das, das war ja wirklich später so. Danach die Aufnahme zur Schrammeleul war wie ein Meisterstück. Also es war letztendlich ja unsere gesamte Entwicklung von 4 Jahren, wo wir uns ausgelost haben, wer was spielt, zum ersten Mal hinterm Schlagzeug Routine dann reingekriegt. Und auf einmal wirklich ein Lied fehlerfrei durchspielen, sozusagen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hätte man uns wecken können und wir hätten unseren Part fehlerfrei spielen können in dem Moment, weil wir alle so interessiert waren. Und da war ja im ersten Jahr, war da ja nicht dran zu denken. Eben. Da haben wir ja auf jeder Bühne live eine andere Version gespielt. Eben, genau, das meine ich halt so. Und nachher war es wirklich, du konntest straight ein Stundenset durchprügeln. Und die haben teilweise schon gesagt, oh, man sieht, dass Smack mal ja richtig professionell geworden ist, irgendwie so. Und das sind ja Sätze, die hätte man irgendwie 3 Jahre vorher irgendwie uns niemals gewagt, an den Kopf zu werfen, irgendwie. Obwohl so. Ich feiere aber die erste EP heutzutage am meisten. Oh. So. Das ist einfach, das ist so underground. Okay.
Das ist irgendwie ist das, weiß ich nicht, das ist doch so roher und ursprünglicher. Ja, also mein Style ist ja dann eher so das, was auf der Leukämie Split Single oder her, diese Coverversion von Pöbel und Gesocks so, ne? Also das musikalisch. Starmer nachher an der Gitarre. Ja, aber letztendlich war das ja trotzdem ja nicht Starmer. Also die ganzen Lieder haben wir auch schon mit Lars gemacht. Wenn du überlegst, dieses Working Class Pride zum Beispiel, hat Lars ja damals auch schon als Idee für dieses Skinhead-Reiner gehabt, zum Beispiel, irgendwie, als wir in Stendal waren. Und das waren eigentlich nur vorhandene Ideen, die wir dann irgendwann weitergesponnen haben mit Stamm. Also richtig neue Lieder komponiert haben wir eigentlich, seitdem Lars aus der Band ausgetreten ist oder nicht mehr da war, haben wir eigentlich kein richtiges neues Lied mehr gemacht, wenn man ganz ehrlich ist. Das waren alle schon Ideen. Auch Harris Mühle? Auch Harris Mühle haben wir schon mit Lars gespielt. Also wir haben letztendlich kein einziges Lied ohne Lars geschafft, neues. Außer, das Duschbader. Dieses ganz Neue, was wir da letztens mal... letztens... Oi, 10 Jahren! Oi is not a game. Ja, Oi is genau, not a game, das meinte ich. Genau, das Neue von vom letzten Sommer, oder wann das war. Ja, was ja auch, wo ja leider auch die Aufnahme total verhunzt ist. Ja, also schade, ich, also ich finde ja auch, da wir überall... also es gibt eigentlich keine richtig gute Aufnahme. So, von Smegma, leider. Meines Erachtens. Also da aussehen, da. Also wie gesagt, da würde ich halt die Split-EP mit Leukämie höchstens technisch, soundtechnisch hervorheben. Die finde ich wirklich kaufbar. Habe ich auch ewig nicht gehört. Ja, also da muss, das doch, ist eigentlich eine. Ja, da ist ja wirklich. Da ist ja Skinhead-Reiner drauf auf der finalen Version sozusagen. Und das hätten wir auch genauso gut auch mit Lars noch einspielen können sozusagen. Mit der Grundidee sozusagen. Jo. Was ist da noch? Harris Mühle und Working Genau, Club, die beiden waren. Und dann Leukämie. Ja, das stimmt. Und da hatten wir dann noch gleichzeitig bei der Session noch eingespielt dieses It's My Life von Madball, die Coverversion. Die war auch schon zu Lars-Zeiten. Das habt ihr also ja schon ewig. Und eben dieses Gübel und Gesocks. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Das war wirklich später, aber selbst das ist ja nicht neu, sondern ja auch die Coverversion von Backspace ist gewesen letztendlich halt so. Ne? Verrückt. Wie viele Lieder hat Smegma insgesamt? Ja. Zwei, drei. Sei doch immer dasselbe. Das könnte man ja wahrscheinlich irgendwie abzählen. Ja, es gibt ja noch so ein paar, die wir nie veröffentlicht haben. Halt diese Lost and Found Tracks, da gibt es ja auch noch. Stimmt, hier, wie gesagt, Gestacht, das müsste eigentlich mal von Tape einer irgendwie digitalisieren und dann mal online stellen. Ja, also ich habe wie gesagt keine Kirchen und Gestacht, also ich habe diverse Konzerte komplett auf Kassette. Also bei Bramstedt hier die Release-Party habe ich komplett auf DVD. Auf CD, da, das sind so, da, also, die besten Sachen können wir gerne auf unserem, YouTube-Kanal mal raushauen. Tai Wanker. Ja, cool. Randale im Treppenhaus, die Spießer, endlich raus. Wir können nochmal so eine Lost and Found Platte rausbringen, wie damals auf dem Records, so nämlich alten Übungsraumaufnahmen von Schnitten. Erscheint 2043. Genau, 50 Deutschland im Herbst. Deutschland im Herbst. Genau. Also da gibt es einige, also ich glaube, das schreit an der neuen Platte. Wollen wir richtig Kohle machen. Ja, also echt schade, dass dass Kalle und Michi nicht dabei sein können. Das ist echt so. Ja. Aber die sind beide leider gesundheitlich so angeschlagen. Das funktioniert nicht mit Podcasten. Das ist echt schade. Nee, das ist aber echt tragisch. Also weil denen geht es auch beiden gesundheitlich nicht gut. Ja. Wirklich nicht gut. Grüße gehen aber auf jeden Fall an beide nochmal raus hier. Ne? Auf jeden. Das wäre echt geil gewesen, wenn ihr hättet dabei sein können, wenn die ganze Gang nochmal sich da über früher... Ja, zumal auch Kadel einfach ein phänomenales Gedächtnis hatte, bevor es ihm so schlecht ging. Also der hätte noch so viele Sachen hier rausgehauen. Ja. Der Einzige, der Big Ben einmal in die Fresse gehauen hat. Stimmt. Und seitdem haben die sich geliebt. Oh, der war so ein Respekt verdient. Ja. Das haben auch nicht viele gemacht, glaube ich. Irgendwie. Aber ich glaube, Kadde, der war echt immer der Ruhepol, ey. Und bis der mal ausrastet, da musste echt einiges passieren. Ich habe, glaube ich, nur zwei, dreimal gesehen in den 5, 6, 7 Jahren, denke ich, ja.
Kannte sozusagen ja zu der Zeit, ja. Weiß ja, ich typischer Bassist. Ich hatte ja auch so eine Phase, wo ich so asozial war und mich andauernd immer mit Leuten von den anderen Bands, mit denen ich mich wieder prügeln wollte oder so. Ne? Mieser von Artnot. und hat mich dann immer irgendwann so ein bisschen am Schlappwitzchen. reicht langsamer. Alter, ey. Ich hatte auch so eine Phase, Alter, da wollte ich mich andauernd im Suff immer beulen und so. Ne? Stänkerer. Oft genug ist das natürlich auch nach hinten losgegangen. Aber, ey, ja, das gehört dazu. Ja, nun. Weiß ich in Gravüre, wo ich mir die ganze Rostocker angelegt habe. Ja, und das ja. Bist, die Rostocker sind in dem hierher. Nee, der eine hat ein Messer gezogen. Also, und er ist mit dem Messer hinter mir her. Eigentlich nicht so lustig. Warum hat er das gemacht? Ja, weil ich habe wahllos da Hansa-Fans irgendwie provoziert und aus Maul gehauen. Oder irgendwann war es zu viel einfach. Ne? Dann war der Band-Bonus aufgebraucht. Ey, und dann haben die sich gegen mich zusammengerottet. Natürlich. Natürlich. Ich glaube, ich bin einfach nur zu irgendeinem hin und habe gesagt, bist du Hansa-Fan? Ja, hat eigentlich jedes Mal geklappt. Nee, also... Ja, ja, also Hansa und St. Pauli, da fing das ja auch, da fingen die Animositäten ja auch gerade an. Ich sag nur Schicksalsspiele. Ja, ja. Oder wie hieß der Film? Doch, ne? Das war ja auch immer, weißt du, Lars, du warst ja nie fußballmäßig unterwegs, so. Aber wir waren ja auch immer offensiv als St. Pauli-Band unterwegs, so, ne? Egal wo, ob wir in Berlin waren, ob wir im Osten waren oder so. Aber das, da sind wir irgendwie immer mit durchgekommen. Das ging immer. Ja, stimmt, so dieses, das so Fußball, das ganze Thema, das hatte ich auch nicht so. Das war ich immer irgendwie, habe ich nicht interessiert. Ja, aber auch so innerhalb der Band, hatte ich das dann genervt irgendwie? Oder? Ich fand das irgendwie gut, aber es war nie meins. Also ich habe mich nicht emotional berührt, glaube ich. Das war immer so ein Ding und ich glaube, das ist halt irgendwie, war bei euch einfach anders, weil ich kann es verstehen, wenn das Leute emotional berührt so. Und das muss es ja auch definitiv. Ist ja nicht irgendwie eine scheiß Mode, weil irgendwie ein Verein irgendwie, also mein klar, ein Verein muss gut spielen und man muss dahinter stehen, aber es ist, glaube ich, ein anderes Ding, wenn man da dran hängt so und da einfach mit in der Kurve ist und so. Weil wir aber auch sozusagen immer als St. Pauli-Band da aufgetreten sind. Ne? Ja. So. Aber das hat mich, glaube ich, also das hat mich jetzt nicht genervt, aber ich habe da irgendwie nie so einen richtigen Bezug zugefunden. Ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, wir könnten das Ding jetzt auch langsam mal abrunden. Ne? Fast, oder was meinst du? Ne? Ich muss leider mal pissen. Mann. Oder Stali, hast du noch ein Dünnchen. Ja, wobei man ja sagen muss, das wird ja auch gerade wieder ein bisschen lustig so. Na, jetzt kommen die ganzen Sachen. Vielleicht jetzt wird das Level stimmt. Ja, also jetzt kommen die dunklen Geschichten. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, du musst ja deinen Kindern auch langsam mal ein Gute-Nacht-Lied singen. Ne? Aber kannst du sonst noch mal erwähnen, dass wir noch eventuell vorhaben auf eurem Kanal rare Live- und exklusives Material von unveröffentlichten Liedern vielleicht mal zu präsentieren. Ja, ja gerne, ey, auf jeden Fall, mach das mal. Nee, also das kannst du ja noch in deinem Text nachher mit, also bei dem Podcast noch mit erwähnen. So, dass auf eurer du hast das gerade erwähnt, ja, in dem Podcast. Nochmal einen schönen verpacken sozusagen. Halt. Dieser Podcast hat nie stattgefunden, genau. Es wird keine alten Aufnahmen geben. Test 1, 2. Nee, Stali, wir hauen das einfach raus. Ja. Wir hauen das einfach raus und dann... Muss ich mal Keller durchforsten, da habe ich noch ordentlich Material. Ja. Und sonst Label, wenn ihr wollt, Lost and Found Records, kontaktiert uns. Ja, Henno sagt ja immer, wenn nochmal was released wird, dann auf jeden Fall nur unter Audioglied. Ja, das ist auch cool. Auf keinen Fall. Kooperation mit Code. Kein Techno-Recaps und Audioglied präsentiert. Lost and Found von Snagma, das wäre doch geil. No way. No fucking way. Smegma's dead. Smegma is dead. Smegma is dead. Ja, ich habe ja letztes Jahr habe ich ja mal eine Session gemacht mit Scholzer von Testosteron. So, alte Testosteron und Smegma Songs gedaddelt. So, hat schon Spaß gemacht. Ey. Aber das ist natürlich so ein Spaßding, ne? So alte Säcke, die es noch mal wissen wollen irgendwie. Aber so, Henno, was machst du? Mach mal Jux, genau. Wollen wir langsam mal hier den Deckel drauf machen oder was meinst du? Ja, klingt so, ne? Ja. Irgendwie, ich meine,
Ja, also wir hoffen, dass wir euch ein bisschen unterhalten haben mit der Geburtsstunde und den ersten Schritten von Smegma in Deutsch-Oi-Welt und den kleinen Abdruck, den wir in der Geschichte hinterlassen haben vielleicht. Ne? Klein, aber es gibt Leute, die immer noch über uns reden. Was soll ich sagen? Ein kleiner Schritt für Smegma. großer Sprung für Deutsch-Oi. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, na klar. Ne? Also wir haben Deutsch-Oi schon auch ein bisschen runtergedummt, ne? Tendenziell. So. Nee. Aber wir sind uns aber keiner Schuld bewusst. Nein, also das würde ich. Das wir würden das jederzeit. Ja, jederzeit wieder gerne. Nee, das ruft uns an, dann kommen wir. Ey, nein, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, diese ganzen Bands, die es dann ja auch schon gab, wie, was weiß ich, Alliierten und dieser ganze obskurere Rockorama-Kram. Also das war ja schon auch irgendwie am Markt und das kannten auch die irgendwie so noch aus den 80ern irgendwie mit dabei waren. Aber so in dieser Zeit, 90er, wie, es lag was in der Luft, wie schon in der Sendung. Ja, ist so, der Zeitgeist. Das war da, genau, Zeitgeist. Und das haben wir wirklich in dem Moment echt getroffen halt so. Und da wurde nichts runtergedummt, da wurde... Das war ein Urknall. Und also ja, schwach anfangen, stark nachlassen. Hat das Gin Tonic nicht irgendwann mal so getitelt über uns? Smegma ist die Wurzel allen Übels. Ja. Alles, was so an schlechten 90er Jahre Deutsch-Oi nach uns kam. So. Genannt irgendwie. Ja. Genau, aber es gab davor ja nichts, eben bis auf, wie gesagt, diesen Rockorama-Kram. Ja, also so hier Ruhrpott gab es ja schon. So, ja. Ne? Backspistols. Ja, okay. Ja, doch, das stimmt. Ja. Das stimmt. Nicht Ruhrpott-Kanaken, sondern hier Lokalmatadore. Na, so, ne? Nee. Obwohl die ziemlich zeitgleich. Also die haben ja schon 92 in Rendsburg gesehen. Stimmt. Das war ja auch eine neue Band. Also ja, eine neue Band wirklich. Also das. Naja, vielleicht. Die waren schon etabliert. Es gibt ja Bands, die mussten noch 3 Jahre im Übungsraum rumdaddeln, bevor sie. Nein. Naja, vor allen Dingen, das waren keine Skinheads. Das war keine reine Skinhead. Weder Wucher. Also hier weder Backspistols noch Lokalmatadore. Also die liefen hier mehr unter dem Punkrock. Ja, stimmt. Also Backspistols war eine ganz klare, diese Täuschschock Punk Sampler damals, das war für mich immer so eine typische Backspistols, könnte man dazu. Ja, also genau, diese Daily Terror, Kanal Terror, diese. Aber stimmt, dass du 5 Skinheads für eine Band findest, das war damals echt eine Leistung. Ne? Ja. Aber da mussten wir auch wirklich, da mussten wir drei Dörfer für abgrasen, ja, ne? oder 3 Kleinstädte für abgrasen. Dann Kreis Siegeberg. Dann hatten wir sie auch alle, ne? Und mehr gab's auch nicht. Na gut, Jungs, ey, ich glaube, wir machen mal Feierabend. Ey, vielen Dank, Alter. Das war echt so ein geiler Trip, so einfach in die wieder zurück zum 18-jährigen Eike. So irgendwie, oder 17-jährigen Eike. Das hat echt Spaß gemacht. Zum schlanken Eike. Ja, ich nehme schon wieder ab. Ja, muss ich noch. Ich habe jetzt über den Corona-Winter habe ich 10 Kilo nochmal zugelegt, die sind schon wieder weg. Oh, gut. Aha. Den habe ich natürlich auch gemerkt, da muss ich auch sagen. So, ne, aber oh, jetzt wirklich schnell. Alles klar, also vielen Dank für eure Geduld und wir hoffen, wir haben euch wieder ein bisschen unterhalten. Wir sind, oh, guck mal, 1,40, das ist auch unsere Zeit. Oh. Ganz viele von unseren Folgen sind bei 1,40. Gute Spielfilmlänge sozusagen. Dann machen wir jetzt Feierabend. Also, danke Lars. Ich danke euch. Danke Stali. Wir haben zu danken. Genau. Ja. Jo. Also, haut rein und bis demnächst. Richtig.